Der Guckel gratis, jetzt musst aber schauen, dass du weiterkommst. Ja, ich bin ja schon fort. Da schon wieder. Ja und? Bei euch im Haus schlaft doch noch alles. Psst! Das Simmerl ist doch schon unterwegs am Fischwasser, wenn dir der begegnet. Dann sage ich ganz einfach, ich war auf der Entenjagd. Ja, du Jager, du. Du, Heinz, darfst du fein nichts denken, dass mein Vater heute früh so blau heimgekommen ist. Okay, was geht denn das mich an? Und überhaupt, der Mannsbild ist nicht einmal über den Streng geschlagen, das taugt doch gar nichts. Du, okay, du schlagst mir mal nicht über den Streng. Mhm. Sondern jetzt schau, dass mir nicht in der Mutter ihr Blumenbeet reinschlägst. Ja, nie. Da, Mutter, schnell verschwinden. Oh, schon drin. Simmerl. Morgen, Herr Doktor. Morgen. Du früh schon auf. Ja, ja, ich war auf der Entenjagd, war ich. Ja, ja. Auf der Entenjagd. Ja, komm auch, sag ich. Ja, ja. Wie elegant der aber den Zaun verduft. Auf der Entenjagd. Im Juli. Und ohne Gewehr. Oh. Und das ganze Blumenbett, ne? Simmerl? Morgen, Frau Bürgermeister. Ja, wo kommst denn du heute schon her? Hä? Fischen? So, aber du wischt hast nichts, ne? Ja, mein Allerweil beißen es nicht an, nicht? Mhm. Ja. Sag einmal, weißt du jetzt zufällig, wann mein Mann heute Nacht heimgekommen ist? Hä? Na, da ist mir durchaus gar nichts bekannt. Ah, nicht? Na? Oh, da, schau her, ja sowas. Ja, wie hat man denn die ganzen Blumen so ruiniert, hä? Na, vielleicht war's Katz. Was tun wir, es fällt dir nicht ein? Mein Lieber, die Fetzen fällt ganz schön rum, gell, wenn's heiß aufgeht. Ja, aber doch nicht in solchen Männerstiefeln. Schaut doch hin, ein Tritt neben dem anderen. Hm. Direkt unter der Anehrenfenster. Das hat was zu bedeuten. Meinst du? Ja. Warte mal. Anni! Anni, rausschauen sollst! Ja, Mutter, was gibt's denn? Sag einmal, was für ein Mannsbild hat denn unter deinem Fenster die Blumen so zusammentreten? Mannsbild? Ja. Unter meinem Fenster? Okay, was soll denn da einer wollen? Na ja, so blöd wird ja keiner sein, dass er das nicht weiß. Nein, nein, da fällt mir gerade ein, das muss wahrscheinlich ich selber gewesen sein. Was, du, Simon? Ja, ja, heute in der Früh, wie ich zum Fischen bin, gell, in der Nacht, da war es so finster, ja. Und da bin ich so an der Wand entlang da, damit ich nirgends anstoß. So, nicht? Und da mitten muss ich durch das Blumenbeet. Ja, ja. Mei, gescheit wärst du auch nicht mehr. Ja. Das bringst du jetzt sofort in Ordnung, gell? Ja, ja. Das bitte mal aus. Ja. Hol mir gleich Rechen und Hacken, du mit dir! Mei, Simmerl, das vergiss ich dann nie. Kaufst du auf meine Rechnung bei der Kramerin eine gute Zigarre. Danke schön. Die rauche dann auf dein Wohl. Ja. Du, Simmerl, wenn du heute schon so früh unterwegs warst, ist dir da vielleicht jemand begegnet? Na ja. Ja, doch, der neue Tierarzt. Der Dr. Forster, ja. Oh, ja, so. Auf der Entenjagd ist er gewesen. Aha. Sagt er. Auf der Entenjagd? Hat er gesagt, ja. Hat er was getroffen? Bestimmt. Aber kein Enten, nicht. Ich glaube eher ein Hasel. Simmerl. Ja. Der war ja so gut aufgelegt. Ne? Sieh mal, du hast spioniert. Nein, ich weiß von gar nichts, gell? Ich bin kein Geheimdienst. So, und jetzt mache ich das Blumenbeet wieder in Ordnung, was ich da kaputt gemacht hab. Sieh mal, du bist der netteste Kerl, den ich kenne. Aus dem Dr. Forster. Nur keine Eifersucht. Geh her, ich muss dir Puzzle geben. Mir? Hermann. Ja, da tritt er gleich selber noch mit. Langsam. So was passiert mir nicht mehr so oft, nicht? Das muss ich genießen. Das ist Puzzle gut. Oh. Jetzt haben wir einen Viechdoktor ausgeschmiert, gell? Also übrigens, von den Viechern, da kann er was verstehen und von den Maren auch, aber von Blumen hat der keine Ahnung. Hoffentlich kommt der Tierarzt bald zum Hengst. Guten Morgen, Simmerl. Morgen, Bürgermeister.
Was direkt vom Bett in den Stall. Ja, ich muss ein wenig am Hengst, nicht? Also, meine Blumen, mir heute der Scherer, sag ich dir. Jedes einzelne Haar tut mir weh. Ja, da kann der Schmerz nicht so groß sein. Regen so dumm, bring mir einen Kiwi mit kaltem Wasser. Ja. Kaltes Wasser ist aber gut für den Kopf weg. Ach, tut das weh. Kaltes Wasser ist direkt hervorragend. Ja, komm. Ah, oh, das ist schön frisch. Ja, du sag mal, Mann, ja, seit wann waschst du dich denn im Stall? Warum denn nicht? Du schimpfst ja so immer, wenn ich im Schlafzimmer Schlinerei und voll spritzt, nicht? Ja, wegen dir, da werde ich das Schlafzimmer kacheln lassen. Na ja. Da graust du den gar nicht vor dem unappetitlichen Stalleimer da. Doch, aber ich muss meinen Kopf reinstecken, dass er frisch wird, nicht? Oh, mein Mann, dein Kopf wird nimmer frisch. Ja, wärst nicht so spät heimkommen. Wir haben eine Gemeinderatssitzung gehabt, verstehst du? Da muss ich als Bürgermeister zur rechten Zeit wieder heimfinden. Sitzung, dass ich nicht lache, das ist doch bloß eine faule Ausrede für eure Sauferei noch hier. Ihr Mannsbilder übereinander da. Ist schon weg. Ja, ist schon nass. Sieh mal, hast du einen Kamm da? Nein, aber einen Striegel. Ach, ein Striegel. Wir haben noch nie zwei Kartätschen. Ja, die geht. Oh, tut das weh. Ja, ist das so arg? Da darf ich gar nicht hinkommen. An der Seite, da geht's noch am ehesten. Das wird schon lang. Sieh mal, jetzt pass auf. Ja? Jetzt bück ich mich und dann schaust du, ob ich nicht hinten irgendwo ein Loch hab. Wo? Aber wo? In der Hose, hinten am Dings. Da. Auf der anderen Seite muss ich. Ah! Bist du narrisch? Das ist ein ganz klein, winzig Lächel. Ja, das tut aber weh wie ein großes. Da muss ich mir irgendwas eingestoßen haben. Ja, dann eiter's aus. Meinst. Jetzt wart's, bis der Tierarzt kommt zum Hengst und dann fragen wir, dann lass das anschauen. Vom Tierarzt? Da bin ich doch kein Ochs. Warum denn? Ja, warum? Was für dich passt, passt auch für den Menschen, nicht wahr? Ja. Und überhaupt, wenn du ein gesundes Blut hast, dann heilt's von selber. Nein, immer. Mein Blut ist gesund. Ja. Zu gesund. Manchmal schäumt's direkt über. Heute Nacht muss ziemlich geschäumt haben. Was willst du damit sagen? So wie du heimgekommen bist, mein Lieber, gell? Du Simmel. Ja, ja. Du hast nichts gesehen und hast nichts gehört. Hast du mich verstanden? Nein. Ja, für dein Gedächtnis schwund, da haben wir schon ermittelt. Du hast 2 Mark. Ja. Wie steht's denn jetzt, mein Gedächtnis? Ja, das lasst schon ein bisschen noch. Ja. Aber noch nicht ganz. Ach du Spießbuhr, du hast gehört. Ja. Na, ist ja gut, dass du einen Fünfer. Der Tag fand gut. Was ist jetzt? Ja, jetzt ist es aus, jetzt weiß ich gar nichts mehr, ja. Pass auf, Simmerli, ich hab heute Nacht hab ich einen Stiefel verloren. Da muss ein Schuhband aufgegangen sein und ist vielleicht irgend in einem Dreck stecken geblieben da. So. Geh, Sachen gibt's. Ja. Ja, brauchen aber die Weiberleute nichts wissen davon, ne? Ja, ja, wenn sie aber dann die Stiefel putzen. Das biegen wir schon ab. Wenn jetzt wir beim Kaffee trinken sind, ja, etwa, ja, dann schleichst du in mein Zimmer, holst den Stiefel, ja, raus und, ja, versteckst ihn irgendwo. Ja, aber dann fehlen alle 2. Ja, und warum fehlen alle 2? Weißt du, dass du zum Schuster dran hast? Köpfchen? A pro forma! Ja. Ah, ja, frei. Da wird er sich freuen. Wer? Der Schuster, bin ich überhaupt nicht gekommen, nicht wahr? Und Vater schenke ich noch nicht ein. Ist er überhaupt schon auf? Ja, im Stall. Da wascht er sich. Das ist das Allerneueste. Okay. Er hat gestern eine Gemeinderatssitzung gehabt, gell? Mhm. Wenn die Herren der Schöpfung saufen wollen, dann machen sie eine Sitzung. So lang, bis sie ein Sitzen haben. Aber Gott sei Dank gibt's andere Männer ja auch noch. Der Zirngiebler Mandus zum Beispiel,
Der sauft nicht. Ist doch ein rechter, tüchtiger Bursch. Der, ein Lapp ist der. Okay, so red doch nur der Unverstand. Ich bitte dich, Anni, schau. Mit einem anderen, da hast du nur ein paar Jahre Freude. Aber mit so einem Lappen, da hast du dein ganz Leben lang deine Ruhe. Ah, ihr seid schon beim Kaffee trinken. Ja, Vater. Ach so. Komm her, wir warten ja auf dich. Ja. Mann, Vater. Moin, Anni. Bist du früh auf heute? Mhm. Du, Vater, an deiner Jacke fehlt der Knopf. Ja. Na und? Der Schlamperei von euch Weiberleut. Was jammerst denn so? Muss was ins Kreuz geschossen sein, muss mich verkühlt haben. Du wirst denn rausgegangen gestern, Vater? Was? Na, die Sitzung. Ja, 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 die ist rausgegangen. Was? Die ist rausgegangen. Ja, wird's jetzt endlich teert, unser Hauptstrass? Ja, 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 freilich. Das haben wir ja durchgedruckt. Ne? Ja, wird endlich höchste Zeit. Ja. Ja, der Dr. Forster sagt auch, er hätte neulich fast einen Achsenbruch gehabt mit seinem Auto. Auto sagt nicht zu dem sein Spiel, das Kuh. Der steht ja schneller wie er fährt. Immer besser wie gar keins. Mhm. Was geht dich eigentlich der neue Tierarzt an, hä? Ja, ich weiß schon. Ihr könnt ihn nicht leiden. Das wäre ein Wunder, ja. Der sieben Gescheide. Am Bahnhof draußen hat der die Fackel noch für krank erklärt, nicht? Hätte man so schön verkaufen können. Okay, das war doch seine Pflicht als ja. Tierarzt, Vater, ja. Wo die Sau einen Rotlauf gehabt hat. Ja, so rot war die noch nicht. Das Telefon, Herr Bürgermeister. Ja, komm. Ich hab's schon gehört. Ah, geh du nicht, Janik, komm. Das ist gereizt so wie. Du, Severin. Hm? Der Zirngibler-Mann, das möchte ich heute noch sprechen. Hm. Kann man schon denken. Sind die jetzt einig, die zwei, ja? Nein, nein, das nicht. Aber ich habe mir gedacht, bevor ja der neue Tierarzt den Kopf verdreht, war es besser. Papa, la bieb, die Papp. Schmarrn, wie kämst du denn auf den? Na, sie reden mir halt ein bisschen zu viel von ihm. Und außerdem hast du einen Doktor ja heute herbestellt, ne? Na ja, für den Hengst, aber nicht für Danny. Stell dir vor, beim Schneider Witt ist heute Nacht einbrochen worden. Der Gemeindesekretär hat's gerade durchtelefoniert. Was, beim Schneider Witt? Mhm. Ach, da ist doch nicht einbrochen worden, es ist ja. Doch, du, und ganz schlimm soll's sein. Ein Schneider haben's fast umgebracht. Seine Frau kommt nachher gleich vorbei. Du sollst sofort die Landpolizei antelefonieren. Ich ruf gleich an, gell? Nein. So was denn? Ja, aber Severin, was fällt dir denn ein? Du kannst doch eine Untersuchung nicht unterdrücken. Sofort telefonierst du ja. Nicht. Nein! Nicht wer telefoniert. Dann sagt sie, wer ist ein Bürgermeister? Du oder ich? So, der Gemeindesekretär hat gesagt, sie hätten den Kerl fast erwischt. Fast. Ja, weil sie einen Stiefel von ihm gefunden haben. Ein Stiefel? Ja, das ist ja, sagt ja gar nichts. Er hat halt einen weggeschmissen, nicht was? Ein Stiefel, den findest du zu Hunderten im Straßengraben auf jedem Misthaufen, flackt einer, nicht? Ja, du, Severin, wo du gerade Stiefel sagst. Also, der Simmerl, der ist vorhin mit Stiefel zum Schustern übergangen. Der Simmerl? Ja. Zum Schuster? Freilich. Mit einem Stiefel? Nein, mit zwei. Was sind denn das für Stiefel? Das sind die Dinge, die ich gestern angehabt habe. Ach, geht zu, ich bitte dich, die sind doch vor 3 Wochen erst frisch gesohlt worden. Ja, das ist ja. Ich habe jedenfalls gestern aber eine nasse Füße gehabt, nicht? Jetzt hörst du aber auf, deine Strümpfe, die waren heute frisch strohtrocken. Ja, und wenn's 10-mal strohtrocken war, ich hab nasse Füße, innen hab ich's gehabt, nicht? Ach, geht zu. Also. Hör nur auf. Ja, dann regst du mich halbwegs selber auf. Und reg dich nicht halbwegs auf. Hey, Vater, sollte der den Knopf annähen, der an deiner Jacke fällt? Nein! Ich habe gar keine Zeit jetzt dazu. Vor der Tierarzt jeden Moment kommen, der Hengst, der lahmt. Wichtiger wie der Knopf. Ich will den Stein überschauen. Oh, ist der Vater heute grantig? Anni, siehst du, und darum ist es besser, du heiratst den Lappen.
Sag einmal, du Rindfisch, du Blöds, was gehst denn du zum Schuster? Ich hab doch gesagt, du sollst den Stiefel verstecken. Hab ich ja. Was? Ja, ja, aber für den Fall, dass die Bayerin fragt, wo deine Stiefel sind, hab ich ein anderes Paar zum Schuster getragen, nicht? Köpfchen, verstehst du? Schlau, hier, Schlauerl. Was für ein anderes Paar? Von mir. Ah, die haben's braucht, die haben's. Ach so. Und dann soll ich vielleicht für deine Stiefel das Doppel zahlen, was? Na, das wird doch der Spaß wert sein. Was für ein Spaß? Na, von heute Nacht, gell? Was bellt denn der Tierarzt? Seit wann bellt denn der Tierarzt? Tierarzt! Ah, der Tierarzt! Ja, ja, ja. Da wird wahrscheinlich ein Fremd kommen. So rum am Hof da. Schon gehört, dass bei euch einbrochen worden ist. Ja. So, was hast du denn Amandus da mitgebracht? Ich stütze, Herr Bürgermeister. Ja, der Schneider ist fast tot. Ach, mein armer Mann. Ja, ich hab sofort an die Landpolizei telefoniert. Du hast telefoniert? Ja. Ja, sag einmal, du Hans Wurst, du Bläder. Wer hat denn dir das angeschafft? Au, ja. Au! Oh, oh. Der? Das sag ich. Sag's, dann kriegst du noch eine. Hey. Du Trottel, du. Hey, hey, hey! Na gar nicht, hey, hey! So was jetzt halt. Geh doch den Dreck an, da soll ich um seine Mist kümmern. Also, was war da los bei euch heute? Ja, noch? Umbringen haben sie uns wollen. Aber der wird erwischt, gell? Da ist sein Stiefel. Ist doch Schuhbein gerissen. Hä? Nix. Was willst du mit dem alten Drum? Hat er einen weggeschmissen, ja, ne? Ja, eben nicht! Ihr habt doch selber gesehen, wie er im stecken geblieben ist, im aufgeweichten Graben. Ja, weißt du, so einen Dreck hast du vor deinem Haus. Was? Der ist mir gesagt worden. Ja. Doch jetzt ganz wurscht, der Stiefel ist der Beweis, mit dem, wo wir ihn erwischen, den Halunken. Beweis, da muss ich lachen, das. Na ja, in eine Amtsperson muss deine Anschuldigung nachgehen, ne? Ja, Simmel! Simmel! Ja. Na her. Was willst du denn, Bauer? Ich rede jetzt als Bauer, ich rede jetzt als Bürgermeister. Sag mal her, den Stiefel, den nimmst du jetzt und sperrst ihn gut ein. Das ist eine hochwichtige dienstliche Angelegenheit, wo die Weiber nichts wissen brauchen. Dann sperren in die Futterkisten und ziehen den Schlüssel ab. Okay, ich gehe. Adieu. Nein, ist das ein Kreuz. Mein Peter haben sie mit der Hacken auf den Kopf aufgeschlagen. Alles ist bei uns ausgereizt. Ja. Rosa, grüß dich Gott. Schlecht ist euch gegangen, gell? Ja. Mein armer Mann liegt fast im Sterben. Nein. Und das ganze Geld ist uns gestohlen. Da. Ihr habt sie noch nie ein Geld gehabt. Keinen Pfennig Steuern können wir jetzt mehr zahlen. Ihr habt sie überhaupt noch nie Steuern gezahlt. Will ich aber sagen, wie denn deine ganze Anzeige, die stinkt nach Erfindung. Also jetzt sowas. Zeig mir einen Pugeln auf, du und der Bagage. Ach, so ist recht. Mein armer Pedro so herrichten und dann nix wie Schimpf und Spott einstecken müssen. In so einem anständigen, ehrlichen Haus als mit dem meinigen. Na, das ist zu viel. Na, gar so anständig und ehrlich. Aber ich weiß nicht. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Bachmeierin. Ja, Amandus, du, was willst denn? Mei viel. Ich hab hinterm Haus gewartet, bis der Bürgermeister weg ist, weil er mir zuerst ein Watschen gegeben hat. Wirklich? Na, ja, warum denn? Wegen einem Telefon. Und dabei hab ich ihn halt gefragt, was er meint, wenn die Anni und ich, also ich und die Anni, also wenn wir zwei halt nicht, verstehst mich schon? Na, freilich versteh dich, Amandus. Und ich weiß auch, du bist ein recht braver und anständiger Bursch. Aber mit meinem Mann da redst du in der Sache lieber ein anderes Mal, gell? Ja, und mit der Anni? Mit der Anni, da musst du halt selber noch reden. Ja, schon, aber wenn's mir doch immer davonlauft. Mei, Burna, muss das halt festhalten. Nur mit der Energie riecht man bei den Weiberleit was aus. Jetzt red nur gleich mit ihr, komm. Was sollt er reden? Morgen, Frau Bachmeier. Morgen, Herr Doktor. Der Hengst steht im Stall hinten, Herr Doktor. Ja, da habe ich nachvermutet. Ein aufdringlicher Mensch. Ekelhafter Kerl.
Anni. Ja? Darf ich mich ein bisschen hinsetzen zu dir? Bittchen. Ja, von mir aus. Aber nicht wieder antappen, gell? Ich bin kitzlig. Anni, ich mein, das heißt, deine Mutter meint. Ja, wer meint jetzt? Na, das heißt, ich mein schon auch. Na, du, was war denn eigentlich los? Los? Naja, dass du aber auch gleich die Polizei antelefonieren musst. Das muss man doch, solange die Spur warm ist. Die Wittin hat doch einen Stiefel von dem Einbrecher gefunden und einen Knopf. Au! Was sagst? Ein Knopf auch? Hm? Ein Hosenknopf? Nein, ein Hirschchen von einer Joppen. Du Mandi. Ja. Hat mir du einen gefallen. Das weiß doch, Anni. Für dich alles. Gut, dann nimmst mein Fahrrad, im Stadel hinten steht's, und fahrst zur Schneiderin. Zur Wittin? Ja, und lass dir den Knopf zeigen. Ja, den hat's mir aber doch schon gezeigt. Noch einmal. Und dann pass auf, dann vertauschst du den Knopf mit einem anderen. Den da nimmst und vertauschst ihn. Ja, wenn die Wittin aber nicht mag. Okay, die darf doch gar nichts merken. Ach so, heimlich. Warum? Mir z'lieb. Dir z'lieb. Ja. Du, Anni, krieg ich dann vielleicht auch ein Bussel? Ja, vielleicht, aber zuerst wird umtauscht. Und wie wär's mit einem kleinen Vorschuss? Okay, Amandus. Doch nicht da heraus. Aber wenn ich wiederkomme mit dem vertauschten Knopf, gell? Ja, dann reden wir weiter. Ich saus, Anni, ich saus. Der Knopf fällt am Vater seiner Jacken. Was das bedeutet? Wo hast du gesagt, ist der Radl? Im Stadel hinten steht's. Also, wie so Blitz bin ich wieder da. Aber dann, Anni, So, Herr Bürgermeister, der Dorn wäre aus dem Gaul seinen Haxen wieder heraus. Ja, und Sie glauben, Herr Doktor, dass das Lahmen von dem Hengst uns nichts zu bedeuten hat, ne? Wenn Sie sich sowas nähren, dann den Sie auch ganz schön hinken. Ja, ich weiß, ja. Und gegen die Entzündung, da pinselt es ja noch ein bisschen mit Jod ein. Bloß ist meine Flasche gerade leer. Mit Jod? Ja? Ist das für Entzündung? Ja, da ist immer noch das Beste. Mhm. Wenn man sich was eingestoßen hat. Nur Jod. Sie, Herr Jod, Herr Doktor, wenn Sie jetzt wieder vorbeikommen, dann nehmen Sie doch ein kleines Flascherl mit von dem. Jod? Ja, damit, dass man was daheim hat. Man weiß ja nicht, es kann einem Viecher mal was fehlen und... Oder ihm selber, nicht? Wie? Nein, ich meine, ihm selber kann ich auch mal was zustoßen. Auch, eben, ja. Bring ihn dann mit. Ja. Übrigens, da hätte ich noch was, das hätte ich jetzt bald vergessen. Ja? Ich war doch heute Nacht auf der Entenjagd, ne? Ja. Und wie ich da gerade beim Schneider Witt sein Haus vorbeikomme. Sie auch? Na ja, das ist doch der kürzeste Weg. Zur Jagd. Ja. Da sehe ich gerade, wie der Wind Ihnen. Mir, der Wind? Was? Naja, und weil doch die Weiberleute nicht alles wissen brauchen, habe ich mir gedacht, den Fundgegenstand, den Sie heute Nacht verloren haben, den gebe ich Ihnen lieber unter vier Augen zurück. Ja. Da, bitteschön. Ha! Mein Hut!
Morgen, Frau Nanni. Guten Morgen, Herr Wachtmeister. Karl Negger, Inspektor. Der Neue, gell? Stimmt, ist Ihr Vater daheim? Ja, im Stall ist er hinten. Ich schicke ihn Ihnen gleich raus. Nehmen Sie nur Platz dabei, bitte. Dankeschön, wir sind so frei. Hoffentlich kommt der Tierarzt bald mit dem Jod. Ist ja alles ganz geschwollen. Vater, die Polizei ist da. Was? Bürgermeister. Ach, Sachen. Bürgermeister, Polizei ist da. Ja, dann, ich hab mir's gerade gesagt, die sind aber sonst nicht so schnell. Nein, Besen und Kerngurt. Und die haben einen neuen. Besen? Nein, Inspektor. Der muss ausgerechnet bei mir zuerst zum Kehren anfangen. Herr Schopfner, das ist doch gleich. Also, schon 7 Jahre lang bin ich. Mein Vater, sollte dir vielleicht schnell den Knopf annähen, der an deine Jacken fällt. Da haben wir doch jetzt keine Zeit dazu. Pass auf, genauso und sag ihnen, ich komm gleich. Ja, ist schon recht. Sieh mal, das machen wir Folgendes. Moment, die Herr Witscher, der Vater kommt gleich. Danke, ist recht. Schön gut. Ja, da ist doch da hinten in dem Heistadel so ein alter Stiefel von den Landstreicher, wo damals über Nacht geblieben sind. Ja, das ist so. Wo hast jetzt du den Stiefel hin, den die Wittin gebracht hat? Den habe ich im Futterkisten eingesperrt. Gut, sehr gut, jetzt pass auf. Den tust du wieder raus, verstehst? Und versteckst ihn in deiner Kammer. Mhm. Und den Stiefel von den Landstreicher, den tust du im Futterkisten. Langsam, nicht. Langsam. Ja, ich weiß schon. Weiß wie? Na, also. Zuerst waren es 5 Mark. Was? Nichts sehe, sag mal. Und wenn dich wer fragt, du weißt von gar nichts, du stellst dich dumm. Ja, im Dummstelle betrifft mich so schnell gar nichts. Ach, guten Morgen, die Herren. Entschuldigen Sie vielmals, ich habe mit dem Stall zu tun gehabt. Aber jetzt stehe ich zu Ihrer Verfügung, bitte schön. Morgen, Herr Bürgermeister. Herr Wachmeister, guten Morgen. Karl Negger. Unser neuer Inspektor. So. Aha, ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, na, setzen wir uns hin, nicht wahr? Dankeschön. Ja, danke schön. Scheißliche Sache. Ja. Die Sie uns da durchtelefoniert haben. Ach so. Ich hätte mir zu meinem Dienstantritt auch was anderes gewünscht. Ich auch. Ebenfalls habe ich beschlossen, gleich energisch durchzugreifen. Die Burschen müssen Respekt kriegen, das ist die Hauptsache. Meinen's. Ja, ich weiß, mein Herr Vorgänger hat da vielleicht etwas anderes gedacht. Ja, dann war es ein bisschen leichter, gell? Der hat es ein bisschen leichter genommen. Oder? Ja. Haben Sie eigentlich einen bestimmten Verdacht? Ich? Nicht den geringsten. Gut, dann schauen wir uns als erstes mal das Haus von dem Schneider mit an. Jawohl, Herr Inspektor. Aber geh so pressiert doch nicht, Herr Inspektor. Komm, machen wir zuerst einmal eine nette Brotzeit, gell? Das ist sehr liebenswürdig, Herr Bürgermeister, aber jede Minute ist kostbar. Ja, aber Herr Inspektor, sind Sie doch zum ersten Mal bei mir da beim Bürgermeister. Da sind Sie doch mein Gast. Ja, aber Brotzeit wird gemacht, aus, fertig, weil er nur das steht aneinander. Das gibt's bei mir nicht. Wachmeister. Ja? Was sagen Sie dazu? Na, dann müsst ihr unbedingt da bleiben. Das ist so Brauch in der Gegend, gell? Die Leute, die waren ja gleich beleidigt. Sagen Sie mal, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der Bürgermeister so merkwürdig schief am Tisch sitzt und beim Gehen hinkt? Hinkt? No. Nicht, dass ihr wisst. Der geht sonst gerade wie ein Baum. Wenn die Herren jemandings Kaffee kochen, das dauert zu lang, dann trinkt man einen Schnaps dazu, ne? Ja. Aber diese Umstände... Ist nicht so schlimm, Herr Inspektor. So. Herr Bürgermeister. Dankeschön. Was glauben eigentlich Sie, wie sich die Sache heute Nacht abgespielt hat? Sie wissen doch ja am besten Bescheid. Ich? Da weiß niemand Bescheid. Warum nicht? War der Stock finster, ne? Na, ist ja nicht viel Geld weggekommen. Beim Schneider mit. Der hat ja selber keins. Aber komm, jetzt gehen wir uns doch zu, Herr Inspektor. Ja, das Gereicherte ist recht saftig und die Hartwurst ist heuer besonders gut geworden. Und wenn's nicht reicht, bringe ich noch was raus. Na ja, Frau Nanni, das braucht's wirklich nicht. Das Gelände... Gut, gell? Beim Schneider Witt. Ach so? Das Gelände beim Schneider Witt müssen wir noch mal genauestens absuchen. Irgendwelche Spuren finden sich immer. Ja. Hoffentlich nicht. Hä? Ich sage, hoffentlich ist die kleine Gaude den großen Aufwand wert, nicht? Ja, Sie sind gut. Schwerer Einbruch, alles ausgeraubt, ein Mann mit der Axt niedergeschlagen. Ja, das ist schon warm. Ja, aber das haben Sie uns doch selber durchtelefoniert. Ich? Ja. Ja. Ja, das heißt, nein. Nein? Nein, weil ich selber... Bitte? Der am anderen Ende... Ich verstehe Sie nicht. Ja, Sie reden so schnell, da kann ich nicht kommen. Schau mal, Herr Bürgermeister, Prost. Warte, Bürgermeister. Bürgermeister. Was anderes noch? Ich brauche da... Ja, so langsam brauche ich es nicht drin.
Nee, da bin ich schon froh. Also ich brauche da ein paar Mann zum Absuchen der Umgebung. Können Sie mir da behilflich sein? Ja, da gelingt schon was. Gut, also Wachtmeister. Ja, verschlucken Sie ihn da nicht. Nein, nein, passt schon auf. Jetzt fahren wir zum Schneider Witt. Na, fahren können wir da nicht. Da geht ja gar keine Straße hier. Ach so? Dann müssen wir den Fußweg gehen. Ja, wen sehe ich denn da? Ja. Mensch, der Herr Kaltnecker. Grüß dich, gut, wie geht's denn? Ja, ausgezeichnet. Die Herren, die kennen sich. Ja, ich war sein Hauptfeldwebel im letzten Kriegsjahr. Sie waren Spieß. Jawohl. Na? Was machen Sie jetzt? Na, ich bin hier Tierarzt. Ausgezeichnet, Veterinärlaufbahn, sehr brauchbar, sehr brauchbar. Ja. Und was führt Sie zu uns? Ja, wir sind dienstlich hier. Überfall beim Schneider Witt. Was, beim Witt? Ja. Auwe. Da wünsche ich viel Vergnügen. Ja, Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Wachtmeister. Ja. Jetzt gehen wir endlich zum Schneider Witt. Ja, ja. Zu Fuß? Ja. Na, da fahre ich Sie schnell hin. Ich denke, da führt kein Fahrweg hin. Naja, das schon, aber mit meinem Schnaufel, da schaukel ich Sie einfach am Fußweg runter, nicht? Aber das Fahren am Fußweg ist verboten, Herr Doktor. Wir können mir nicht als Polizei. Ne? Aber geh, Herr Wachtmeister. Der ganze Weg führt über den Grund von Herrn Bürgermeister als Privatweg sozusagen. Ja. Und der erlaubt es uns doch, oder? Ja, ja, natürlich. Wenn Sie nur rasch aufklären, diesen ungeheuren Kriminalfall. Worauf Sie sich verlassen können. Wachtmeister? Ja. Hallo. Was ist denn? Jod. Ach so, ist Jod. Bring ihn dann mit, ja. Hoffentlich. Es brennt, es ist schon nicht mehr zu aushalten. Das wäre schön kühl. Am liebsten würde ich mir reinsetzen. Ach, das ist ja. Oh, das ist weh. Danke. Was ist denn? Sind Sie jetzt fort? Siehst ja. Ja. Hast du den Stiefel jetzt vertauscht, ja? Ja, das ist erledigt in so kriminalischen Sachen. Da bin ich wie der Sherlock Holmes. Und den Landstreicherstiefel. Den habe ich in der Mistlage umgedreht, dass er recht saftig ist. Okay. Ich hätte es nicht braucht, ich hätte es nicht braucht. Aber zugesperrt hast du, ja? Schlüssel habe ich in der Tasche. Gib mir ja nicht aus der Hand. Nein, nein. Und jetzt suchst du eine Arbeit, aber möglichst weit weg, dass die nicht finden, so eine Aussage, verstehst du? Weit weg, dann gehe ich am besten in den Kiesgrund. Von mir aus in den Wald zum Schwammerl suchen. Dann schleiche ich mich jetzt ganz kriminell davon. Ja, schleich dich. Sonst ist ja nicht hell auf der Platte, aber für sowas kann man schon brauchen. Vater, Vater, sind Sie jetzt weg, die Herren? Frag dich auch, wie der so dumm ist, der schaut doch hin, oder nicht? Mein Gott, hoffentlich haben die nicht gemerkt, dass dir ein Knopf an der Jacke fällt. Was bist du mit dem Knopf immer? Ich könnte den Vormittag schon mit dem Gerug rumlaufen, nicht? Ja, freilich also. Nicht, aber weißt du, die Witt Rosa, die hat doch einen Knopf gefunden. Und zwar genauso einen, wie es du an der Jacke hast. Hör mal mit der Witt hinauf. Ich will von der Schneiderin gar nichts wissen. Ja, aber schau, wenn doch. Nein, Knopf, ich will nichts wissen davon. Gar nichts. Tierarzt, kommt, dann schickst du mir rüber. Stall. Wie bloß der Knopf vom Vater seiner Jacke zu der Witt in ihrem Haus hinkommt. Anni, hast du einen Schlüssel für die Futterkisten, hä? Na, warum steckt der nicht? Ja, natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht danach fragen. Würden der Simmel haben, gell? Simmel! Herrschaftszeiten, wo steckt er denn wieder? Ja, der ist auch überall und nirgends. Simmel! Ja, da bist. Ja, komm her. Was schleichst denn gar so, hä? Wir schauen, wer mir schreit. Für jeden bin ich nicht da, verstehst? Ja, ja, spinn dich nur aus. Genauisch. Spinn dich nur aus, aber vorher gibst du mir den Schlüssel für die Futterkisten, gell? Ich brauch was für einen Hühnerstall. Schlüssel kann ich nicht hergeben. Was? Da ist der Einbruchstiefel drin, den die Witte gebracht hat. Den muss ich bewachen, verstehst du? Corpus Delirium, nicht muss ich. Ja, ja. Das Delirium, das habt ihr Mannsbilder bald alle. Aber bitteschön, dann machst du mir eben meinen Hühnerstall, ja, gell? Ja, ich mach. Du Hirsch, du kriminalischer, du. Hat sie sich jetzt geärgert? Nein, gefreut. Das freut mich. Du Simmel, bist du heute früh beim Fischen warst? Ja. Hast du da vielleicht einen Vater gesehen? Vater? Dein Vater? Na ja, den deinen nicht, den Bürgermeister. Hast du ihn gesehen? Vorher hab ich gesehen.
Woher ist er denn gekommen? Ja, da hab ich nicht gefragt. Sehr gut, du. Und gesehen hast du ihn auch nicht. Natürlich hab ich gesehen, ich bin durch. Nein, sieh mal, verstehst mich. Wenn dich jemand fragt, du hast gar nichts gesehen. Ach so. Nein, nix hab ich. Ich bin ja in der Nacht bin ich allebei blind. Nicht? Was bist du? Blind? Okay, Simmel, das glaubst du doch selber nicht. Aber gewiss war es, Doktor. Heute in der Früh zum Beispiel, der Kugel gerade hat, gell? Da bin ich doch in das Blumenbeet unter der Anja am Fenster nicht drin. Nicht? In das Blumenbeet und. Ja? Du? Ja, möchte man nicht glauben, gell, dass es so alter Krauter am Fenster geht, hä? Simmel, pass auf. Du kriegst jetzt von mir 5 Mark. Ja. Der Tag fängt gut, das ist der Tag. Heute. Ja. Das ist der Tag. Da kaufst du jetzt ein Augenwasser, ja, dass beim nächsten Mal. Nur schläft er sich. Nein. Ja. Die Blumen, bis du siehst. Hm? Also die Blumen, ja. Jetzt bin ich eigentlich überflüssig, nicht? Das kann dir eigentlich gehen. Ja, ich gehe ja. Ich gehe direkt zum Bauern und sage, dass Sie schon da sind. Der wartet nämlich im Stall drauf. Mhm. Sagst du, ja, ich komme so in einer halben Stunde? Halbe Stunde? Ja, mei. Lass dir für die halbe Stunde nicht lang werden, gell? Und Prost beim Bussi. Ich hab Blumen drauf. Wenn's nicht, dass er recht hat, hä? Und ab. Anni, den Knopf hab ich schon. Ja, Amandus. Ach, du hast Besuch. Guten Morgen, Herr Zirngiebel. Der Herr Doktor muss sich unseren Hengst anschauen. Der ist aber doch im Stall, so viel ich weiß. Ja, wahrscheinlich, weil im Vogelkäfig wird er kaum Platz haben. Schmarrn. Herr Doktor, ich glaube, Sie gehen jetzt wirklich lieber nüber in den Stall. Der Vater hat schon ein paar Mal nach Ihnen gefragt. Wenn Sie meinen. So, Amandus, jetzt gib mir den Knopf. Nicht eher, als bis ich das versprochene Bussel krieg. Geschäm dich, Amandus, du bist ja ein Erpresser. Nein, ich möchte. Von mir aus polzen, so lang bis im Brauch. Das weiß ich nicht. Heute mich bloß für einen Trottel oder bin ich wirklich einer? So, Herr Bürgermeister, da hätte ich jetzt das versprochene Flascherl Jod zur Reserve. Ja, Reserve, Herr Doktor, da haben Sie mich nicht recht verstanden. Was? Ich brauch's gleich. Ich habe mir nämlich was eingestoßen. Ja, da können Sie gleich mit dem Jod drüber pinseln. Ja, aber ich selber kann das nicht weiter. Ich komme an die Stelle nicht hin. Ach so, Sie haben es im Rücken? Nein, in der Verlängerung. Ach, am. Ja, da helfe ich Ihnen dann. Ja, bitteschön. Machen Sie nicht frei? Nein. Da gehen wir in den Saugrober hinter. Weil da kann ich dann ungeniert blank ziehen, verstehen Sie? Wenn dann wirklich jemand kommt, dann meint er, sie behandeln eine Fackel. Herr Bürgermeister, auf die Behandlung freue ich mich. Ich weniger. Bürgermeister, mit der Kiesgrube war es nichts. Wenn ich runterkomme, ist der Lenz drin und wirft den Kies. Du, ich druck mir doch der Depper Schaufel in die Hand, der gemeint, ich komm zum Arbeiten. Ja, jetzt red nicht lang, komm. Wir sind ja froh, dass du wieder da bist. Ja. Nicht? Weil, ich und der Herr Doktor, wir haben da hinten bei die. So, ich habe was Wichtiges vor. Ja. Da stellst du jetzt an die Tür hin und gibst Obacht, dass niemand reinkommt. Da fehlt sich gar nichts. Okay? Ja. Herr Doktor, immer. Packen wir's. Der Doktor, der kriegt den rum. Den Alten, der hat eine Faust dicht hinter die Ohren, der Doktor. Was treiben denn die da hinten? Ah! Oh! Ja, der eine pinselt und der andere winselt. Hallo, ist da wer? Polizei, die muss ich aufhalten, sonst platzen wir die Saustallpraxis nicht. Merkwürdig, dass uns der Bürgermeister nichts von diesem Stiefelfund erzählt hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Hey, wer sind Sie? Wie? Das ist der Knecht vom Bürgermeister, Inspektor. Wie heißen Sie? Simmel. Schreiben tut er sich Gramlinger. Also Simon Gramlinger? Nein. Nicht, wie denn? Gramlinger Simmel.
Legen Sie gleich mal ein Protokoll an, Vernehmung Simon Gramlinger. Ja. Simmel, gell? Da kann er seine drei Kreise drunter machen. Sie ist schon recht, Herr Inspektor. Also, Gramlinger, Simmel. Nein, nein, Simon amtlich. Ja. Die Frau von dem Dorfschneider, war die heute schon mal da bei Ihnen? Die Wittin. Richtig. War die heute schon mal da bei Ihnen? Nein, nein, die kommt nicht zu mir. Ja, reden Sie nicht um den Brei rum. Ich meine, die, ob sie schon mal hier beim Bürgermeister war. Ja, das kann schon sein. Aha. Und wo wird sie jetzt sein? Zu Hause ist sie nämlich nicht. Dann ist beim Ratschen. Das sind zwei Quadratratschen, die in die Zirngebin. Und der Zirngebin, der blödsinnige Amandus, jetzt, nicht wahr? Jetzt schweifen Sie nicht ab. Ich muss ja abschweifen. Der spinnt, der putzt sich unser Annerle. Unser schönes Annerle. Ja, also diese Frau Witt hat die einen Stiefel hergebracht. Stiefel? Ja, den der Einbrecher heute Nacht im Graben stecken hat lassen. Ja, das kann schon sein. Kann schon sein. Kann vielleicht auch sein, dass Sie wissen, wo der Bürgermeister den Stiefel hin hat. Nein, das kann nicht sein. Nicht? Warum nicht? Weil der Bürgermeister den Stiefel überhaupt gar nicht in der Hand gehabt hat. Wer denn? Ich? Sie? Ja, wir haben gehabt, ja. Jawohl, den habe ich in die Futterkiste eingesperrt. Wohin? In die Futterkiste. Ja. Weil das ist nämlich ein amtliches Objekt, nicht wahr? Das muss ich bewachen. Ja, jetzt holen Sie ihn nur her. Ein Korpus, da liegt es. Jawohl, holen Sie ihn nur her jetzt. Bürgermeister. Nein, den Stiefel, Mensch. Stiefel, Herr Freilich. Du entzeiten blöder Kerl. Wenn er sich nur nicht bloß so stellt. Übrigens, weit kann der Einbrecher mit dem einen Stiefel nicht gekommen sein. Gut, dass wir die umliegenden Ortschaften verständigt haben. Im Grund müssen wir nur den nächsten Wald absuchen. Ja, mein ich's gewiss, weiß man nicht, gell? Ja. Hey, was ist denn? Da ist er. Etwas mehr Anschau bitte ich mir aus. Können Sie mir den Stiefel nicht in die Hand geben? Nein! Weil der so dreckig ist, der ist schmutzig. Und stehen du der. Ja. Jetzt gehen Sie endlich. Ja? Verschwinden sollen Sie. Jawohl. Und holen Sie mir die Frau Witt her, falls Sie dazu in der Lage sind. Das kann ich schon probieren, das kann ich schon machen. Das ist gleich da. Die Behörde gibt nichts. Ah, die nimmt bloß. Kramlinger. Aber wir haben abgeschnitten, nichts mit was. Wissen Sie eigentlich, wo die Frau Witt jetzt ist? Ja, die wäre bei der Zirn gewesen, seit beim Raschen, aber das kann ich Ihnen sagen. Wenn der Amandus das Annerl kriegt, dann tue ich barfuß und auf den Misthaufen Schuhplatten. Okay? Jetzt reden Sie nicht, gehen Sie. Aber gerade durchs Reden kommen ja die Leute zusammen. Also dieses Annerl ist mir einfach zu schade für den Amandus, nicht wahr? Jetzt gehen Sie endlich. So ein Lettfeig, nicht wahr? Kramlinger. Ja, der Amandus, ich meine. Das ist der Sohn von der Zirn, das ist der Bub von der Zirn geblieben, nicht wahr? Was ist? Stimmen die Maße? Ja, die Länge passt. Aber der ist um einen guten Zentimeter breit, da ist unsere Spur. Ja, vermutlich aufgequollen von der Nässe. Sohle ist auch keine mehr drunter. Der ganze Absatz runtergerissen, ne? Ja, typisch Landsteuer. Ja. Ach, die Herren sind schon wieder da. Entschuldigen Sie, wir haben gerade einen Stall zu tun gehabt. Ich und der Herr Doktor, wir haben gerade... Einen Hengst haben wir gerade behandelt, ja. Herr Bürgermeister, warum haben Sie uns denn nichts von dem Stiefel erzählt, den der Einbrecher verloren hat? Ja, das habe ich noch ganz vergessen. Müssen Sie entschuldigen, bei uns war eine solche Aufregung. Der Hengst hat auf einmal zum Lahmen angefangen und etwa... Und, wie gesagt, wenn ich da den Herrn Dr. Forster nicht gehabt hätte, ich wüsste nicht, wie es mir heute ging. Ja, bis morgen ist schon wieder alles in Ordnung. Ich fühle mich heute schon viel leichter. Ja? Komm her. Ja. Aha. Das ist also das Corpus Delicti. Wenn der reden könnte. Die Spuren haben wir genauestens untersucht. Der Kerl ist von der Gartenseite aus eingestiegen. Aha, zum Witz seiner Tochter, hä? Was, der Witz hat eine Tochter? Ja, stimmt schon, Herr Inspektor. Bisschen eine leichte Person. Na, gar so leicht. Aber die war ja gar nicht daheim. Die waren nicht daheim? Nein. Mein erstes Wort. Wo waren die? Meine Verwandte in der Stadt. Ja, sowas. Also ich rekonstruiere. Der Kerl steigt ein. Der Schneider überrascht ihn. Der Bursche schlägt den Schneider nieder, flüchtet durch den Garten, über den Graben zur Straße. Dabei verliert er seinen Stiefel. Alles sonnenklar nach den Spuren. Jetzt warte ich gar nicht daheim. Herr Bürgermeister, jetzt kommen Sie. Ich? Sie werden doch nicht sagen wollen, dass... Genau. Sie müssen uns helfen.
Ach so, helfen, ja. 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 Wir brauchen da ein paar Mann zum Absuchen des nächsten Waldstückes. Ja. Wachtmeister, wie viel? Ja, so 20, 25 Mann schon. Hey, 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 so viel bringe ich nicht zusammen. Jetzt. Wissen Sie was? Alarmieren Sie doch einfach die Feuerwehr. Ja, das ist eine Idee. Was meinen Sie, Inspektor? Etwas gewagt, aber mir fällt auch nichts besser sein. Na gut, dann telefoniere ich einem Trompeter, dass er Signal gibt. Ja? Haben wir gleich. Ja, was ist denn das? Man möchte nicht glauben, was so ein alter Stiefel alles anrichten kann. Schauen Sie, Inspektor, der zieht direkt ein schiefes Maul, wie wenn er Polizei auslachen möchte. Lieber Forster, ich glaube, die Geschichte ist etwas zu ernst für solche Scherze. Ja, ziemlich ernst. Das kommt mir langsam auch so vor. So, meine Herren. Der Vater hat gesagt, ich soll Ihnen inzwischen einen Schnapsal anbieten. Ja, aber das ist doch nicht nötig. Aber angenehm. Was ist für ein Anderl? Bringen Sie auch einen mit? Nein, nein, der ist mir zu scharf. Ach so, ja, ja, ich weiß schon, die jungen Mädeln, die wegen lieber einen Süßen, gell? Kommt ganz drauf an, von wem, Herr Doktor. Jetzt haben Sie es immer mal gesagt. Ihr Wohl, Frau Nanni, Prost. Gestatte mir ebenfalls. Was ist denn das? Feueralarm. Was? Ja, der Herr Inspektor braucht ein paar Mann zum Absuchen der Gegend. Ach so. Ja, hätte man das nicht telefonisch erledigen können? Na ja, wenn alle ein Telefon hätten schon, aber so, das Blausen hört ja jeder. Herr Inspektor! Ja? Ich sehe gerade die Witten laufen. Wir fangen schnell ab. Ausgezeichnet. Jetzt kriegen wir die Schneidersfrau. Dann kommt die Geschichte rasch zu Ende. Was, zu Ende? Mein Herr Inspektor, wenn die Witten auftaucht, dann geht sie erst richtig an. Was sagst du, blinder Alarm? Und ich bin gleich so grün, dass man selber dann Bauch packt. Nein, nicht lang. Inspektor möchte noch vernehmen. Ach, Sie sind der Mei. Müssen Sie vielmals entschuldigen, dass ich vorhin nicht daheim war. Aber wissen Sie, meine Nachbarin, die Zirn geblieben, die hat zu mir gesagt, Rosa hat es gesagt, ich muss dir was Hochinteressantes erzählen. Mein Amandus, der hat nämlich den Eindruck, dass ihn der Bauchmeier saugrob behandelt. Frau Witt, wer sagt, der Amandus interessiert uns hier überhaupt nicht? Es handelt sich hier um den Raubüberfall auf Ihren Mann. Jäger, ja, den hätte ich jetzt bald vergessen. Haben Sie da irgendeinen Verdacht? Verdacht ist gut. Beweis! Der Kerl mit dem Stiefel war's. Mit dem da? Nein. Nein, das ist er nicht. Was? Das ist ein ganz ein anderer. Okay. Der war ja noch tadellos, den ich im Bürgermeister gebracht hab. Sohlen, Absätze, alles. Und da hinten war er Schlaufen zum Anziehen. Schlaufen hat der überhaupt keine. Nicht? So was. Na, da lass ich mich ja aufhängen, wenn der Stiefel da der Stiefel ist, den ich gebracht hab. Gramlinger? Ja? Was haben Sie dazu zu sagen? Natürlich ist es, natürlich. Ja, du Lungenbeutel, du ganz, du Kreisniger, die heuer, ich weiß euch in der Runde, dass du alle Ecken singen wirst. Bei der Polizei wird nichts gekauft, gell? Was hab ich gesagt, der Inspektor, wenn die Witte auftaucht, geht sie erst richtig an. Ich hab meinen Stiefel an der Schlaufen hertragen und der hat ja überhaupt keine. Ich bin doch nicht vertauscht, hat er, der Bazi. Keine Injurien. Gramlinger? Hm? Ich erwarte Ihre Erklärung. Ich hab mir gedacht, gell, Stiefel ist Stiefel. Höchst merkwürdige Verhalten. Was haben denn Sie heute Nacht gemacht? Schlafen, warum? Aha. Wo? Ja, mein Mann, da im Bett, wo die Zahn steht. Keine solche Töne! Deine polizeiliche Vernehmung, da bin ich mir Anstand aus. Ja, da fragst du nicht so dämlich. Grüß Gott. Was wollen Sie? Das ist die Frau vom Bürgermeister, Herr Ach so, Becker. Entschuldigen Sie. Bitte, Frau Bachmeier. Ja, ich will bloß unseren Simmerl was fragen. Ja? Ob er heute in der Nacht wieder zum Fischen vor... Was? Der Knecht war heute Nacht weg? In der Nacht? Nein, nicht in der... Wie's da, wenn ich schon gegen... Doch, doch, wie du fort bist, war's Nacht. Das hast du doch selber gesagt, dass du deswegen die ganzen Blumen zusammentreten hast, ne? Hochinteressant, Kramlinger. Sie waren heute Nacht also nicht nur im Bett, sondern auch unterwegs. Beim Fischen, ja. Und ärger die ganze Nacht außer Ach, Haus. War's doch nicht die ganze Nacht, bloß in der Früh ein paar Stunden. Ja, das Fischen hat ihn so aufgeregt, dass er mitten durch die Beete gelaufen ist. Wachtmeister. Ja? Merken Sie, warum der Stiefel vertauscht worden ist? Ein komischer Zufall ist es schon. Dann soll ja auch noch ein Knopf gefunden worden sein. Von mir, jawohl. Aber ich darf wahrscheinlich nichts mehr reden. Ja, nicht? Bitte. Da ist er, der Knopf. Genau unter dem Fenster ist er gelegen. Ausgezeichnet. Da werden wir gleich mal die diversen Jacken von diesem Gramlinger... Wo ist er denn? Ich glaube, ins Haus ist er nein. Wachtmeister? Ja? Nehmen Sie den Knopf, gehen Sie nach, vergleichen Sie. Jawohl, Herr Inspektor. Das werden wir gleich haben. Herr Inspektor, Sie werden doch nicht glauben, dass unser Simmerl... Mein Gott, das wäre ja furchtbar. Ach, wo? Für ein Simmerl lege ich meine Hände ins Feuer. Frau Anni, verbrennen Sie sich nicht. Ich frage Sie, was tut ein Knecht
der tagsüber schwer arbeitet, nachts unterwegs. Also ich bitte Sie, Kaltnecke, wer schlagt Sie nicht einmal eine Nacht um die Ohren? Der eine, der geht vielleicht zum Bechern, nicht? Ja, nicht persönlich werden, gell? Ja, der andere geht zum Fenstern. Der dritte auf die Entenjagd. Ja, eben. Und warum soll dann der Simmerl nicht zum Fischen gehen? Hm. Was ist denn das? Hm? Die Feuerwehr rückt an. Die waren aber schnell heute. Sechs Mann, dann bleibt so. Herr Inspektor, welche Ortsamtsfeuerwehr angetreten? Sechs Mann haben wir mitgebracht und sind noch beim Fuhrwerk. Können wir gleich mit dem Suchen anfangen. Danke, Herr Bürgermeister. Ich glaube, wir brauchen Sie nicht mehr. Wir haben ihn bereits. Den Einbrecher? Das glaube ich weniger. Herr Inspektor, alles beieinander. Der Knopf passt ganz genau auf die Jochen vom Knecht. Und den Stiefel da habe ich in seinen Koffer gefunden. Das ist er! Das ist der, den wo ich gebracht habe. Anni, um Gottes Willen, der Stiefel gehört am Vater. Aber wo am Vater sein, ist er doch beim Schuster. Was soll denn jetzt das wieder bedeuten? Herr Bürgermeister, der Einbrecher sitzt in Ihrem eigenen Haus. Da steht er. Meint er? Es ist dieser Wittin wieder reingefallen. Wenn er dich der Teufel holt, jetzt haben wir einen Stiefel. Was möchtest du denn? Mäßigung, Herr Bürgermeister, Mäßigung. Oder Gamlinger, wollen Sie vielleicht bestreiten, dass dieser Stiefel Ihnen gehört? Ja, ich bin gerade am Überlegen jetzt. Simmerl, kannst du ruhig sagen, dass der Stiefel nicht dir gehört? Ja. Keine Beeinflussung, Herr Bürgermeister. Gamlinger, ja. Sie sind verhaftet. Ich. Die übrigen Herrschaften werde ich im Hause zu warten, zwecks weiterer Vernehmung. Ich bringe dich auf deine Kammer, Simmerl. Ja. Geh zu da. Ohne Handschellen. Ach, da freut doch mich die ganze Gaudi nicht. Was der Doktor, jetzt muss unbedingt der Schneider her. Fahren Sie nach runter zu ihm. Ja, gern, aber der liegt doch halb der Schlange im Bett. Dann reißen Sie ihn raus. Bring es her, tot oder lebendig. Also kam länger raus mit der Sprache. Wie, wann und warum sind Sie beim Witt eingestiegen? Ja, da kann ich mit dem besten Willen gar nichts sagen. Dass Sie heute Nacht unterwegs waren, das werden Sie nicht mehr bestreiten, oder? Nein, das leide ich nicht. Wann sind Sie losgegangen? Ja, das wäre so 2 oder 3 Uhr, wissen Sie. Und da haben Sie ein Beil dabei gehabt. Nein, kein Beil, bloß ein Messer. Aha. Und dann sind Sie den Fußweg entlang gegangen zum Witt seinen Haus. Weil das der nächste ist. Aha. Zu meinem Fischwasser, wo ich die Angeln eingehängt hab. Schade, dass Sie nichts gefangen haben, gell? Ja, das hat mich auch geärgert. Sie waren wütend, was? Wütend war ich nicht. Gestunken.
Bodemann. Ja? Er meint, er war unwirsch. Ja, natürlich. Und dann? Ja, und dann bin ich ohne Fang wieder heim. Und wieder vorbei beim Witz seinen Haus. Stimmt, ja, genau. Kennen Sie den Weg? Mein Lieber, ich kenne Ihre Wege ganz genau. Und unterwegs haben Sie dann gedacht, wenn ich schon beim Fischen nichts gefangen hab, dann wäre vielleicht woanders etwas zu holen. Vielleicht bei einem kleinen Einbruch. Beim Schneiderwitt. Da muss ich jetzt direkt lachen. Der hat nämlich selber nichts, dem muss noch was bringen. Sie haben also nichts gefunden bei ihm? Ich habe auch gar nichts bei ihm gesucht. Und Sie bleiben auch bei der Aussage, dass Sie keinen Beil dabei gehabt haben? Bloß ein Messer. Mit dem Beil haben bei uns die Bäume, aber nicht Fisch. Und wo ist dieses berühmte Messer? Da ist es, das. Das ist ja ein gefährliches Instrument. Ja, ist ganz gut, das Ding. Ich würde sagen, landesüblich. Ja. Damit kann man doch ohne weiteres einen Menschen abstechen. Leicht, wenn man möchte, ist Waffe. Hey! Mein Lieber. Upsala, mein Lieber. Mit Ihrer listigen Visage täuschen Sie mich nicht. Im Grund sind Sie sau dumm. Ja. Sonst hätten Sie auch Sie nicht... Sie müssen es ja wissen, ne? Sonst hätten Sie auch nicht den Knopf und den Stiefel am Tatort zurückgelassen. Ja, sieh mal, die Indizien, die sind erdrückend. So, die Indizien, die... Der Knopf passt ganz genau auf die Joppen. Den habe ich genau vor 14 Tagen verloren. Keine Ahnung, wo der, wenn man herkommt. Mhm. Und der Stiefel? Der gehört mir nicht. Nicht? Wem dann? Ich konnte nicht alle Stiefel von alle Leute kennen, nicht? Warum haben Sie dann nachher den in Ihrem Koffer versteckt? Ja, irgendwo hat er ja bleiben müssen, oder? Menschenskind, Kramlinger! Sehen Sie denn nicht ein, dass Sie sich hoffnungslos festgelogen haben? So? Wollen Sie nicht endlich ein Geständnis ablegen? Ja. Also dann raus mit der Sprache. Ja, gern. Wenn ihr jetzt bloß wisst, was ich eigentlich eingestehen soll, nicht? Also dann, nicht meinetwegen. Schickt mir die Schneiders voraus zur Vernehmung. Jawohl, Herr Inspektor. Soll der Knecht da bleiben? Ich bleibe ein bisschen da, ja. Natürlich nicht. Sperren Sie ein. Nicht, natürlich. Aber nicht in seinem Zimmer, das wird einmal gründlich durchsucht. Jawohl, Herr Inspektor. So sind wir, geh weiter. Jetzt muss ich den leider einsperren. Ja, du kannst ja nichts dafür, nicht? Du bist doch der Beamte, nicht nur. Ja, du. Lügen, Lügen, nichts als Lügen. Ja, was jetzt wirklich der Simmel? Na, sowas, hä? Bitte überlassen Sie mir die Schlussfolgerungen. Erzählen Sie, was Sie erlebt haben. Um wie viel Uhr wird es gewesen sein? Uhr? Ja, das weiß ich nicht. Unser Wecker ist schon lang hin. Wissen Sie, der bräuchte eine neue Feder. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja. Kann es zwischen 2 und 3 gewesen sein? Ja, also hell war es jedenfalls noch nicht. Also ich wach von irgendeinem Krach auf, spring sofort aus dem Bett und wie ich war, raus bei der Tür über den Gang und den Hof. Wie waren Sie denn? Hä? Sie haben gesagt, wie ich war. Wie waren Sie? Ach so. Ja, nur im Hemd heute mit der Bettjacke, nicht? Ja, also wie ich also rauskomme, liegt mein armer Mann am Boden bereits. Und der Verbrecher saust durch den Garten davon. Sie haben ihn nicht erkannt? Nein, es war ja stubfinster, nicht? Sie, aber am Geiststall, da ist eine Mistgabel gelehnt. Die habe ich gerade noch gepackt und habe sie ihm ins Kreuz reingejagt. Hat er reagiert? Nein, bloß geschrien hat er. Braue Sitten. Ja, aber das geschieht ihm gerade recht, gell? Mein armer Mann mit dem Beil niederschlungen. Liebe Frau Witt, Sie haben uns erzählt, dass Sie einen Stiefel gefunden haben und einen Knopf, aber nichts von einem Beil. Nein. Woher wisst ihr überhaupt, dass ein Beil im Spiel war? Ja, das sieht man doch nicht. An der furchtbaren Verwundung an seinem Hirn. Ich hab ihn dann ins Bett reingetragen und hab ihm gleich einen Kamillentee gekocht. Was sagt denn der Arzt dazu? Arzt? Ich brauch doch keinen Arzt. Ja, bei dieser furchtbaren Verwundung. Bei meinem Mann mache ich alles selber. Ist eigentlich viel weggekommen? Ja, alles, rein weg, alles. Bitte etwas präziser, wie viel war's? Ja, nur so genau, nicht? Ich meine, die Geldsachen macht immer mein Mann. Aha, und sonst vermissen Sie nichts andere Wertstücke, Schmuck, Gold, Silber, sonstiges? Na, der Bäcker ist noch da. Der kaputte. Ja, noch nicht. Ja, war das vielleicht Ihr einziges Wertobjekt? Was weiß ich? Meine liebe Frau Witt, Sie wissen ziemlich wenig. Hoffentlich finden wir bei dem Knecht noch etwas. Bitte warten Sie im Haus zwecks weiterer Vernehmung. Ja, nicht sowieso noch mein Kaffee austrinken. Mein Sache, Tass. Jetzt geh mal auf mit dieser verdammten Nürgerei. Ich will nichts mehr wissen von diesem Stiefel da.
Du wirst ja ein schlechtes Gewissen haben, weil es gar so schreist mit mir. Ist er das oder ist er das nicht? Finger weg, das ist eine dienstliche Sache. Gut, dann muss ich eben andere Leute fragen. Was für andere Leute? Ein Schuster? Ich will wissen, was der Simmel für komische Stiefel hinter hat. Bleibt jetzt da! Was schafft Zeit noch mal? Am liebsten nicht den Stiefel auf den Mund aufschießen. Ja, das glaube ich dir schon, aber da triffst du nicht hin. Mann, gib mir Ruhe, ich mag nicht. Du hast mir's aber versprochen. Wer hat da was wem versprochen, hä? Auseinander! Was soll denn die Ranklerei da? Weil's wahr ist. Zuerst muss ich den Knopf umtauschen, dann luchst's man ab und dann will's nichts mehr wissen. So, jetzt erzähle ich dem Inspektor die ganze Geschichte. Was erzählst du dem Inspektor? Ja, du Hanswurst, du Vertrater. Nein. Hast du noch nicht genügend Unheil angestiftet? Nein. Schau, dass du von meinem Hof kommst? Nein. Sonst hau dir den Schiff am Schädel auf, dass du nicht weißt, was daheim bist. Heute sind sie alle miteinander narrisch geworden. Und ausgerechnet heute muss der Vater zum Amandus so kreislich sein, wo er doch um deine Hand angehalten hat. Also ein für alle, meine Mutter. Ich mag nicht und ich nimmer nicht den Latürl. Und sein Corpus delicti, das kann der Deichsel holen. Was hast du denn jetzt da weggeschmissen, hm? Na, den Knopf. Tja, das ist mir leichter, mein Lieber. Jetzt haben wir mal endlich einmal Luft gemacht. Da kommt so schnell nimmer auf den Hof, der. Der Amandus, hä? Der und der Stiefel, ja. Warum, wo hast du den gelassen? Und das geht euch gar nichts. Er ist jedenfalls weg. Was wir gefunden haben? Einen ganzen Strumpf voll gefüllt mit Silbergeld. Und das Simmel unter seiner Matratze gekauft. Mindestens 200 Mark. 217 Mark und Fußpfennig sind's. Ja, du Hirsch, warum tust du nur dein Geld nicht auf die Sparkasse? Ja, da ist mir zu unsicher. Da wär schon zweimal alles verloren. Herr Inspektor, Sie werden doch nicht glauben, dass der Simmel das Geld gestohlen hat. Meinen Sie vielleicht, dass die Frau Wettes ihm geschenkt hat? Es ist doch sein Sparstrumpf. Das Geld hat sie dir sauer verdient. Das wird sich zeigen. Kann mir jemand die Frau Wett rausschicken? Ja, ja, die sitzt in der Küche, trinkt ihren Kaffee. Ich hol sie ihm gleich, Herr Inspektor. Ich glaube, da kommt der Herr Dr. Forster angefahren. Hoffentlich hat er den Schneider dabei, da muss ich gleich schauen. Wachtmeister, zählen Sie mit. Ist schon recht. Simmel. Wenn ich die mitnehme, dann sage ich das vom Knopf. Dann sollte der Vater schauen, wo er bleibt. Nein, das kommt alles wieder ins Lot, aber einen anderen Gefallen kannst du mir tun. Jeden Simmel. Du, pass auf, dass wir denen mit meinem Geld durch die Latten gingen, mein Lieber. Das sind 217 Mark am Fuß Pfennig. Geh weiter, du kannst schon laufen. Du kannst ganz schön laufen, in der Tür. Wir möchten die Sache jetzt einmal ganz fies wissen. Da kommst du jetzt her. Herr Kaltnecker, das wäre jetzt der Herr Schneidermeister Witt höchstpersönlich. Ja, aber kann man denn den kranken Menschen aus dem Bett holen? Ich meine, wenn was passiert, ist das nicht so gefährlich? Na ja, so viel verstehe ich von Humanmedizin, gerade noch um zu sehen, dass dem ein bisschen frische Luft ganz gut tut. Außerdem ist dieser Viech mit Haxen. Der und krank. Komm, jetzt machen wir den Maul auf. Oder ist er eingefroren? Hä? Dann müssen wir es auftauen. Ich weiß nichts. Oh, ich hab so Kopfweh. Ja, so. Peter, um Gottes Willen, wie kommst du denn? Komm. Mit wem rede ich jetzt? Wie neulich bei dir war, da hast mir du vorgejammert, dass du nicht ein Backel Tabak kaufen kannst, weil du erst ein Stickel Gewand zum Flicken hast. Auf diesen auch habe ich dir einen Tabak geschenkt. Stimmt's? Ja, das stimmt. Na also. Ja, sowas. Und kurze Zeit drauf, da hätten sie noch ein paar hundert Magel gestohlen. Na, geh zu. Na. So viel nicht. Wie viel dann? 5 Mark, 3 Mark? Ein 10er, ein 5er? Ja, das weiß ich nicht. Das Geld verwahrt immer mehr Rosel. Peter, was redst denn? Du hast es doch immer weggelegt, wenn wir was gehabt haben. Ja, wenn's was gehabt habt. Also bitte, ich hab ja auch mit keinem Wort gesagt, dass man unser Geld gestohlen hat, nicht? Aha. Aber Rosel, natürlich hast du gesagt, dass unser ganzes Geld weg ist. Na. Du hast es zuerst gesagt. Jetzt langt's mir aber. Am Ende ist gar nichts gestohlen worden. Haben Sie vielleicht die ganze Geschichte nur aus den Fingern gesogen? Wie können Sie denn sowas sagen? Ich hab doch den Kerl selber gesehen, nicht? Und schließlich ist er, mein armer Peter, über den Schädel geschlagen worden, nicht? Ja, mach halt's Maul auf, Depp! Ah ja! Über den Kopf bin ich geschlagen worden. Ja, ich glaube eher aufs Hirn. Jedenfalls dieses Geld hier, das gehört Ihnen nicht. Nein, leider nicht, Herr Inspektor. Gehört leider bloß mir. Ja, warum sind Sie überhaupt dann eingebrochen? Was wollten Sie denn beim Schneider? Ja, vielleicht wollte man eine neue Hosen anmessen lassen. Wären Sie nicht frech, gell?
Stiefel und Knopf sind noch Beweismaterial genug. Moment mal, Herr Kaltenegger, mir fällt da gerade was ein. Kann ich den Herrn Bürgermeister unter vier Augen schnell was fragen? Bitte. Jetzt zählen Sie es nach und stecken Sie es ein. Was ist denn mit den Zinsen? Was denn für Zinsen? Ja, in der Zeit, wo mein Kapital aus dem Tresor war. Quatsch! Ja, das ist eine Idee. Das ist eine. Sie, Herr Inspektor, passen Sie auf, da hat mir jetzt der Herr Dr. Forster ein Licht aufgesteckt. Ich glaube, wir können diesen Einbruch da auf eine ganz einfache Weise klären. So. Da, ja, da müssen aber die Weiber nicht weg. Mutter, geh mit der Anni rein, nimm die Frau mit auch mit. Ja, ich glaube, wir gehen, liebe Mutter, komm. Naja, es kommt schon wieder alles in Ordnung, nur keine Angst, Annerl. Ja, was heißt denn da, Annerl? Für Sie ist meine Tochter noch immer das Fräulein Bachmeier, verstanden, Herr Doktor? Entschuldigen Sie, Fräulein Bachmeier, wenn ich Ihnen zu nahe getreten sein sollte. Sehr gern geschehen, Herr Doktor. Jetzt komm mal her, da, du Lungenbeutel, da komm mal schön her. Jetzt sag mal schön, wer hat dich heute Nacht auf den Kopf gehaut? Na? Das weiß ich nicht. Vielleicht der Geist. Was? Nein, das ist gewiss wahr, dass einer beim Fenster reingesprungen ist, in meiner Tochter, ihre Schlafkammer. Was tust denn du da drin? Ja, solange es fort ist, schlafe ich in ihrem Bett, weil es die besseren Matratzen hat. Ja, und weil bei Rosal so schnarcht. Na, also jetzt sehen Sie es, Herr Inspektor, Fenstern hat einer wollen bei seiner Tochter. Die hat höchstens immer mal schöne Augen hingemacht, nicht wahr? Und der wollte dann nach dem Wirtshaus einen Besuch machen. Und der Trottel, der meint, er wird abgemurkst. Also, okay. Das ist sehr glaubhaft, aber wer hat Sie darauf gebracht? Der Dr. Forster, Köpfchen. Aha. Ja, aber ihr seht doch selber meine Verletzung. Wir sehen nur am Verband, dann gehen wir jetzt einmal runter. Moment, Herr Bürgermeister, das möchte ich lieber selber machen. Das haben wir gleich mit. Na ja, kleine Beule ist zu sehen. Na ja, schauen Sie sich das Wimmerl einmal an. Ja, sehr gefährlich sieht diese Verletzung nicht aus. Aber Bürschchen, jetzt aber raus mit der Wahrheit, gell? Wie kommst du zu dem Pinkel? Ha? Gleich wie beim Fenster ausspringen, kriege ich den Schlag vor den Kopf. Ich habe bloß noch gemerkt, dass ich auf den rechten Kopf bin und schon war ich bewusstlos. Auf einen rechten? Ja, aber auf einen ganz schweren, einen eisernen. Aha, und da ist der Stiel hochgeschnitten und hat ihn getroffen. Springt der auf den Rechen und schlagt sich selber K.O. Mein lieber Witt, warum haben Sie uns das nicht erzählt? Da lügen Sie sich einen ganzen Roman zusammen von Mord und Totschlag. Mein Rosel hat mir's heute so vorgesagt. Kramlinger, stimmt es? Wollten Sie nur einsteigen bei dem Mädchen? Schau, ich so aus, als ob ich nur Kammerfenstern geht. Ja, aber warum in drei Teufelsnamen haben Sie dann den Stiefel vertauscht? Ja, weil das Leder noch so gut war, wissen Sie, das Oberleder, gell? Und da waren wir zu schade zum Wegschmeißen. Ach so, ja, der Geiz, hat ihn in diese missliche Lage gebracht. Kramlinger, das müssen Sie sich abgewöhnen. Ja, ich werde mich bemühen, Herr Inspektor. Stimmt das, Geld? Nein. Nicht? Nein, ein Mark ist zu viel. Herr Inspektor? Ja? Wie ist denn auch das mit dem Knopf zu erklären? Jetzt kommt der wieder mit dem Knopf daher. Ja, Herrschaftszeiten, wer verliert denn nicht einmal einen Knopf? Da schauen Sie her, der Inspektor, bei mir fällt zum Beispiel auch einer. Vielleicht passt er gleich da her. Nein, nein, Herr Bürgermeister, auf dieses Glatteis führen Sie mich nicht. Das ist ein ganz anderer Kopf. Tatsächlich. Wie gibt's denn das? Ist jetzt endlich alles raus? Wer war's denn? Hm? Das sind wir gewiss nicht, oder? Nein, nein, ich kann leider nicht dienen. Aber jetzt suchen wir einen anderen Platz, wenn mir geht. Nicht, dass ich mich daher halten muss, wenn einmal einer beim Schneider seiner Tochter Kammerfenster. A la bonne heure, mein Freund und Helfer. Danke. Ja, Peter, hast denn du deinen Verband? Ja, den hab ich ihm abgenommen. Ist alles nicht der Rede wert. Ihr Mann ist auf den Rechen draufgesprungen und der hochschnellende Stiel hat ihn aufs Hirn draufgehauen. Das war alles. Was? Und mir redet der was von einem Überfall vor, verstehst? Oh, Peter, komm du mir heim. Ja, Ihre ehelichen Auseinandersetzungen werden Sie besser zu Hause austragen. Moment, halt auf. Den Stiefel habe ich ja selber im Kram gefunden. Den hat kein Rächer hochgeschnellt, gell? Ich verlange, dass untersucht wird, wem der Stiefel kehrt. Das ist der Behörde Wurscht. Die kann sich nicht um die Liebschaften von deiner Tochter kümmern. Überhaupt können Sie dem Herr Bürgermeister sehr dankbar sein. Jawohl. Wieso mir? Ja, für die Aufklärung des Falles. Es hätte bei Gericht böse für Sie ausgehen können. Ja,
aber schon ganz böse. Ach komm, Peter, die sind ja alle gegen uns. Und dir, mein Lieber, dir lerne ich dann daheim, wie man beim Fenster ausspringt, gell? Das wird geübt, da kannst du verlassen. Hilfe! Bitte schön, möchtest du es mir lieber einsperren? Ja, der spinnt doch komplett. Siehst du das, Mutter? B hat einen Lappen. Ja, jetzt muss ich mal was Dummes fragen. Ja, bitte, das bin ich gewöhnt. Wo ist denn nachher der Stiefi? Der Stiefi? Mit Verlaub, meine Herren, den habe ich auf den Misthaufen geschmissen. Und da ruht er gut, damit wir uns nicht noch einmal so blamieren. Herr Wachmeister! Inspektor, was ganz Wichtiges. Sie haben ja den ganz falschen Knopf. Der von der Wittin war ja ein anderer. Ja, du saudummer Kerl, du ganz saudummer. Schaust nicht gleich, dass du weiterkommst. Oh. Sonst belange dir noch welche falsche Anzeige. Jetzt mag mich Polizei auch nimmer. Schau, dass du rauskommst, sag ich! Frau Bachmeier, vielen Dank für Speis und Trank. Frau Anni, mein lieber Forster, Herr Bürgermeister. Es tut mir bloß leid, dass die Polizei jetzt ganz umsonst da war, gell? Ganz umsonst nicht, Herr Doktor. Wieso? Sie sind nämlich vorhin mit dem Auto nicht bloß den Privatweg gefahren, sondern auch den Fußweg. Das macht 5 Mark. Wieso? Da waren doch Sie beide mit drin gesessen. Aber Sie sind gefahren. Zahl ich. Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Du, Severin, jetzt würde es mir aber wirklich interessieren, wer eigentlich beim Schneider eingestiegen ist. Ha? Ja, Mutti, das wirst du nie erfahren. Nee? Warum? Verbrecher sind schlau. Der arme Mensch wird sowieso schon genug Angst ausgestanden haben, gell? Der Herr Doktor, ich hab das Gefühl, wir haben alle zusammen heute noch nichts Gescheites gegessen. Gehen wir rein, heute gibt's was Gute. Ja, gerne, aber ich weiß nicht, ob es der Frau Bürgermeister recht ist. Mutti? Ach so, ja, von mir aus, da kann ich auch nicht so sein. Was sagst denn du dazu, Annerl, hä? Ja, die Einladung können es meine Eltern natürlich nicht abschlagen, Herr Doktor. Na gut, na gehen wir. Ja, aber wieder in der Mutter ihr Blumenbeet rein, gell? Das vertragt's nämlich gar nicht. Ach so, wegen dem. Ja, ich bin im Bilde. Platz auseinander. Simmel! Bist du da, Bürgermeister? Und da? Da ist der Stiefel. Ist der Richtige. Ist der feine Kerl, da geh her. Hast noch mal 2 Mark. Ah, geht's wieder weiter, ja? Jetzt pass auf, Simmel, jetzt holst du den anderen Stiefel, der liegt auf dem Misthaufen. Ja. Dann tragst alle 2 zum Schuster. Der soll sofort die Sohlen runterreißen. Dann können die Weiberlein suchen und schnuffeln, wie sie wollen. Und noch die ganze Komödie einenden. Gott sei Dank.
Zahlen Sie! Und holen Sie mir die Frau Witt her, falls Sie dazu in der Lage sind. Das kann ich schon probieren, das kann ich schon machen. Das ist gleich da. Die Behörde gibt nichts. Ah, die nimmt bloß. Aha. Ramlinger. Aber wir haben abgeschnitten, nichts mit was. Wissen Sie eigentlich, wo die Frau Witt jetzt ist? Ja, die wäre bei der Zirn gewesen, nicht mit dem Ratschen, aber das kann ich Ihnen sagen. Wenn der Amandus das andere kriegt, dann tue ich barfuß und auf dem Misthaufen Schuhplatten. Okay? Jetzt reden Sie nicht, gehen Sie. Aber gerade durch Reden kommen ja die Leute zusammen. Also, dieses Annel ist mir einfach zu schade für den Amandus, nicht wahr? Jetzt gehen Sie endlich! So ein Lettfein, nicht wahr? Ramlinger? Ja, der Amandus, ich meine, das ist der Sohn von der Zirn, das ist der Bub von der Zirn geblieben, nicht wahr? Was ist? Stimmen die Maße? Ja, die Länge passt. Aber der ist um einen guten Zentimeter breit, da ist unsere Spur. Ja, vermutlich aufgequollen von der Nässe. Sohle ist auch keine mehr drunter. Der ganze Absatz runtergerissen, ne? Ja, typisch Landsteuer. Ja, ja. Ach, die Herren sind schon wieder da. Entschuldigen Sie, wir haben gerade den Stall zu tun gehabt. Ich und der Herr Doktor, wir haben gerade... einen Hengst haben wir gerade behandelt, ja. Herr Bürgermeister, warum haben Sie uns denn nichts von dem Stiefel erzählt, den der Einbrecher verloren hat? Ja, das habe ich noch ganz vergessen. Müssen Sie entschuldigen, bei uns war eine solche Aufregung. Der Hengst hat auf einmal zum Lahmen angefangen und etwa... Und, wie gesagt, wenn ich da den Herrn Dr. Forster nicht gehabt hätte, ich wüsste nicht, wie es mir heute ging. Ja, bis morgen ist schon wieder alles in Ordnung. Ich fühle mich heute schon viel leichter. Ja? Komm her. Ja, ja. Aha. Das ist also das Corpus Delicti. Mei, wenn der reden könnte. Die Spuren haben wir genauestens untersucht. Der Kerl ist von der Gartenseite aus eingestiegen. Aha, zum Witz seiner Tochter, hä? Was, der Witz hat eine Tochter? Ja, stimmt schon, Herr Inspektor. Bisschen eine leichte Person. Na, gar so leicht. Aber die war ja gar nicht daheim. Die waren nicht daheim? Na. Mein erstes Wort. Wo waren die? Bei Verwandten in der Stadt. Ja, so was. Also ich rekonstruiere. Der Kerl steigt ein. Der Schneider überrascht ihn. Der Bursche schlägt den Schneider nieder, flüchtet durch den Garten, über den Graben zur Straße. Dabei verliert er seinen Stiefel. Alles sonnenklar nach den Spuren. Jetzt warte ich gar nicht daheim. Herr Bürgermeister, jetzt kommen Sie. Ich? Sie werden doch nicht, ich werde doch nicht sagen wollen, dass... Genau. Das ich. Genau. Sie müssen uns helfen. Ach so, helfen, ja. 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 Wir brauchen da ein paar Mann zum Absuchen des nächsten Waldstückes. Ja. Herr Wachtmeister, wie viel? Ja, so 20, 25. Bist besser, du heiratst einen Lappen. Sag einmal, du Rindviech, du Blitz, was gehst denn du zum Schuster? Ich hab doch gesagt, du sollst den Stiefel verstecken. Hab ich ja. Was? Ja, ja, aber für den Fall, dass die Bayerin fragt, wo deine Stiefel sind, habe ich ein anderes Paar zum Schuster getragen, nicht? Köpfchen, verstehst du? Schlau, hier, Schlauerl. Was für ein anderes Paar? Von mir. Ah, die haben's braucht, die haben's. Ach so. Und dann soll ich vielleicht für deine Stiefel das Doppel zahlen, was? Na, das wird doch der Spaß wert sein. Was für ein Spaß? Ja, von heute Nacht, gell? Was bellt denn der Tierarzt? Seit wann bellt denn der Tierarzt? Tierarzt! Ah, der Tierarzt! Ja, ja, ja. Da wird wahrscheinlich ein Fremd kommen. Ja, nee, die ist ja schon. Bürgermeister! 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 Hey, ach, jetzt wird's so rum am Hof da. Schon gehört, dass bei euch Einbruch geworden ist. Ja. So, was hast du denn in Amandus da mitgebracht? Ich stütze, Herr Bürgermeister. Ja, der Schneider ist fast tot. Ach, mein armer Mann. Ja, ich hab sofort an die Landpolizei telefoniert. Du hast telefoniert? Ja. Ja, sag einmal, du Hans Wurst, du Bläder. Wer hat denn dir das angeschafft? Au, au. Wer? Das sag ich. Sag's, dann kriegst du noch eine. Hey. Du Trottel, du. Hey, Bläder. Hey. Na gar nicht, hey! Ach, so was jetzt halt. Geh doch den an den Dreck an, da soll ich um seine Mist kümmern. Also, was war da los bei euch heute? Ja, noch? Umbringen haben sie uns wollen. Aber der wird erwischt, gell? Da ist sein Stiefel. Ist doch Schuhbandel gerissen. Hä?
Nix. Was willst du mit dem alten Drum? Hat er einen weggeschmissen? Ja, ne? Eben nicht. Ihr habt doch selber gesehen, wie er im Steckenblim ist, im aufgeweichten Graben. Ja, weißt du, so einen Dreck hast du vor deinem Haus. Was? Der ist mir gesagt worden. Ja. Doch jetzt ganz wurscht, der Stiefel ist der Beweis, mit dem, wo wir ihn erwischen, den Halunken. Beweis, da muss ich lachen. Das. Na ja, wenn eine Amtsperson, ich muss dir eine Anschuldigung nachgehen. Ja, Simmel! Simmel! Ja. Komm mal her. Hm? Was willst du denn, Bauer? Ich rede jetzt als Bauer, ich rede jetzt als Bürgermeister. Sag mal her, den Stiefel, den nimmst du jetzt und sperrst ihn gut ein. Das ist eine hochwichtige dienstliche Angelegenheit, wo die Weiber nichts wissen brauchen. Dann sperren in die Futterkisten und ziehen den Schlüssel ab. Schön. Okay, ich gehe. Adieu. Nein, ist das ein Kreuz. Mein Peter haben sie mit der Hacken auf den Kopf aufgeschlagen. Alles ist bei uns ausgereizt. Rosa, grüß dich Gott. Schlecht ist euch gegangen, gell? Ist ja noch ein bisschen mit Jod ein. Bloß ist meine Flasche gerade leer. Mit Jod? Hä? Ist das für Entzündung? Ja, da ist immer noch das Beste. Mhm. Wenn man sich was eingestoßen hat. Nur Jod. Sie, Herr Jod, Herr Doktor. Wenn Sie jetzt wieder vorbeikommen, dann nehmen wir doch ein kleines Flascherl mit von dem. Jod? Ja, damit, wenn man, dass man was daheim hat. Man weiß ja nicht, es kann einem Viecher mal was fehlen und. Oder einem selber nicht? Wie? Nein, ich meine, einem selber kann ich auch mal was zustoßen. Auch, eben, ja. Bring ihn dann mit. Ja. Übrigens, da hätte ich noch was, das hätte ich jetzt bald vergessen. Ja? Ich war doch heute Nacht auf der Entenjagd, ne? Ja. Und wie ich da gerade beim Schneider Witz ein Haus vorbeikomme. Sie auch? Na ja, das ist doch der kürzeste Weg. Zur Jagd. Ja. Da sehe ich gerade, wie der Wind Ihnen. Mir der Wind? Was? Naja, und weil doch die Weiberleute nicht alles wissen brauchen, habe ich mir gedacht, den Fundgegenstand, den Sie heute Nacht verloren haben, den gebe ich Ihnen lieber unter vier Augen zurück. Ja. Da, bitteschön. Ha! Mein Hut! Guten Morgen, Herr Wachtmeister. Karl Negger, Inspektor. Der Neue, gell? Stimmt, ist Ihr Vater daheim? Ja, im Stall ist er hinten. Ich schicke ihn gleich raus. Nehmen Sie nur Platz dabei, bitte. Dankeschön, wir sind so frei. Hoffentlich kommt der. Der Doktor, der kriegt den rum. Den Alten, der hat für mich Faust nicht hinter die Ohren, der Doktor. Was treiben denn die da hinten? Ah! Oh! Oh! Ja, so. Der eine pinselt und der andere winselt. Hallo, ist da wer? Polizei, die muss ich aufhalten, sonst platzen wir die Saustallpraxis nicht. Merkwürdig, dass uns der Bürgermeister nichts von diesem Stiefelfund erzählt hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Hey, wer sind Sie? Wie?
Das ist der Knecht vom Bürgermeister, Inspektor. Wie heißen Sie? Simmel. Schreiben tut er sich Gramlinger. Also Simon Gramlinger? Nein. Nicht, wie denn? Gramlinger Simmel. Legen Sie gerne mal ein Protokoll an, Vernehmung Simon Gramlinger. Ja. Simmel, gell? Okay. Da kann er seine drei Kreise drunter machen. Das ist schon recht, Inspektor. Also, Gramlinger, Simmel. Nein, nein, Simon amtlich. Ja. Die Frau von dem Dorfschneider, war die heute schon mal da bei Ihnen? Die Wittin. Richtig. War die heute schon mal da bei Ihnen? Nein, nein, die kommt nicht zu mir. Ja, reden Sie nicht um den Brei rum. Ich meine, die, ob sie schon mal hier beim Bürgermeister war. Ja, das kann schon sein. Aha. Und wo wird sie jetzt sein? Zu Hause ist sie nämlich nicht. Dann ist beim Ratschen. Das sind zwei Quadratratschen, die in die Zirngebin. Und der Zirngebin, der blödsinnige Amandus, jetzt, nicht wahr? Jetzt schweifen Sie nicht ab. Ich muss ja abschweifen. Der spinnt, der putzt sich unser Annerle. Unser schönes Ja, ja, also diese Frau Witt hat dir einen Stiefel hergebracht. Stiefel? Ja, den der Einbrecher heute Nacht im Graben stecken hat lassen. Ja, das kann schon sein. Kann schon sein. Kann vielleicht auch sein, dass Sie wissen, wo der Bürgermeister den Stiefel hin hat. Nein, das kann nicht sein. Nicht? Warum nicht? Weil der Bürgermeister den Stiefel überhaupt gar nicht in der Hand gehabt hat. Wer denn? Ich? Sie? Ja, wir haben gehabt, ja. Jawohl, und den habe ich in die Futterkiste eingesperrt. Wohin? In die Futterkiste. Ja. Weil das ist nämlich ein amtliches Objekt, nicht wahr? Das muss ich bewachen. Ja, jetzt holen Sie ihn nur Korpus, her. Ein Korpus, da liegt es. Jawohl, holen Sie nur her jetzt. Bürgermeister. Nein, den Stiefel, Mensch. Stiefel, Herr Freilich. Du ein zeitenblöder Kerl. Wenn er sich nur nicht bloß so stellt. Übrigens, weit kann der Einbrecher mit dem einen Stiefel nicht gekommen sein. Gut, dass wir die umliegenden Ortschaften verständigt haben. Im Grund müssen wir nur den nächsten Wald absuchen. Ja, mein ich's gewiss, weiß man nicht, gell? Ja. Hey, was ist denn? Da ist er. Etwas mehr anschauen, bitte ich mir aus. Können Sie mir den Stiefel nicht in die Hand geben? Nein! Weil der so dreckig ist, der ist schmutzig. Und stehen tut der nicht. Ja. Jetzt gehen Sie endlich. Ja? Verschwinden sollen Sie. Na. Du hast es zuerst gesagt. Jetzt langt's mir aber. Am Ende ist gar nichts gestohlen worden. Haben Sie vielleicht die ganze Geschichte nur aus den Fingern gesogen? Wie können Sie denn sowas sagen? Ich hab doch den Kerl selber gesehen, nicht? Und schließlich ist er, mein armer Peter, über den Schädel geschlagen worden, nicht? Ja, mach halt's Maul auf, Depp! Ja, über den Kopf bin ich geschlagen worden. Ja, ich glaube eher aufs Hirn. Jedenfalls, dieses Geld hier, das gehört Ihnen nicht. Nein. Leider nicht, Herr Inspektor. Gehört leider bloß mir! Ja, warum sind Sie überhaupt dann eingebrochen? Was wollten Sie denn beim Schneider? Ja, vielleicht wollte man eine neue Hosen anmessen lassen. Wären Sie nicht frech, gell? Stiefel und Knopf sind noch Beweismaterial genug. Moment mal, Herr Kaltenegger, mir fällt da gerade was ein. Kann ich den Herrn Bürgermeister unter vier Augen schnell was fragen? Bitte. Jetzt zählen Sie es nach und stecken Sie es ein. Was ist denn mit den Zinsen? Was denn für Zinsen? Ja, in der Zeit, wo mein Kapital aus dem Tresor war. Quatsch! Ja, das ist eine Idee. Sie, Herr Inspektor, passen Sie auf, da hat mir jetzt der Herr Dr. Forster ein Licht aufgesteckt. Ich glaube, wir können diesen Einbruch da auf eine ganz einfache Weise klären. So. Da müssen aber die Weiber nicht weg. Mutter, geh mit der Anni rein, nimm die Frau Witt auch mit. Ja, ich glaube, wir gehen, liebe Mutter. Komm. Naja, es kommt schon wieder alles in Ordnung. Nur keine Angst, Annerl. Ja, was heißt denn da, Annerl? Für Sie ist meine Tochter noch immer das Fräulein Bachmeier. Verstanden, Herr Doktor? Entschuldigen Sie, Fräulein Bachmeier, wenn ich Ihnen zu nahe getreten sein sollte. Sehr gern geschehen, Herr Doktor. Jetzt komm mal her, da, du Lungenbeutel. Da komm mal schön her. Jetzt sag mal schön, wer hat dich heute Nacht auf den Kopf gehaut? Na? Das weiß ich nicht. Vielleicht der Geist. Was? Nein, das ist gewiss wahr, dass einer beim Fenster reingesprungen ist, in meiner Tochter, ihre Schlafkammer. Was tust denn du da drin? Ja, solange es fort ist, schlafe ich in ihrem Bett, weil es die besseren Matratzen hat. Ja. Und weil bei Rosalie weil so schnarcht. Na, also jetzt sehen Sie es, Herr Inspektor, Fenstern hat einer wollen bei seiner Tochter. Die hat höchstens immer mal schöne Augen hingemacht, nicht wahr? Und der wollte dann nach dem Wirtshaus einen Besuch machen. Und der Trottel, der meint, er wird abgemurkst. Also, okay. Das ist sehr glaubhaft, aber wer hat Sie darauf gebracht? Du, der Dr. Forster, Köpfchen. Aha. Ja, aber ihr seht doch selber meine Verletzung. Wir sehen nur am Verband, von dem wir jetzt einmal runterkommen. Moment, Herr Bürgermeister, das möchte ich lieber selber machen. Nein. Das haben wir gleich. Oh. Na ja,
Kleine Beule ist zu sehen. Na ja, schauen Sie nicht das Wimmerl einmal an. Ja, sehr gefährlich sieht diese Verletzung nicht aus. Warten Sie im Haus zwecks weiterer Vernehmung. Ja, nicht sowieso noch mein Kaffee austrinke. Nichts auch ein Tass. Jetzt geh mal auf mit dieser verdammten Nürgerei. Ich will nichts mehr wissen von diesem Stiefel da. Du wirst schon ein schlechtes Gewissen haben, weil es gar so schreist mit mir. Ist er das oder ist er das nicht? Hä? Finger weg, das ist eine dienstliche Sache. Gut, dann muss ich eben andere Leute fragen. Was für andere Leute? Ein Schuster? Ich will wissen, was der Simon für komische Stiefel hintragen hat. Bleibt jetzt da! Was schafft Zeit noch mal? Dann gibst du nicht den Stiefel auf den Mund aufschießen. Ja, das glaube ich dir schon, aber da triffst du nicht hin. Ruhe im Magen nicht. Du hast mir's aber versprochen. Wer hat da was wem versprochen, hä? Auseinander! Was soll denn die Ranklerei da? Weil's wahr ist. Zuerst muss ich den Knopf umtauschen, dann luchst man ab und dann will's nichts mehr wissen. So, jetzt erzähle ich dem Inspektor die ganze Geschichte. Was erzählst du dem Inspektor? Ja, du Hanswurst, du Vertrater. Nein. Hast du noch nicht genügend Unheil angestiftet? Nein. Schau, dass du von meinem Hof kommst? Nein. Sonst hau dir den Schiff am Schädel auf, weil du nicht weißt, was du eigentlich aufmachst. Jetzt sind sie alle miteinander narrisch geworden. Und ausgerechnet heute muss der Vater zum Amandus so greislich sein, wo er doch um deine Hand angehalten hat. Also ein für alle, meine Mutter. Im Morgen nicht und ich nimm mir nicht den Latürl. Und sein Corpus delicti, das kann der Deichsel holen. Was hast du denn jetzt da weggeschmissen, hm? Na, den Knopf. Tja, das ist mir leichter, mein Lieber. Jetzt haben wir endlich einmal Luft gemacht. Da kommt so schnell nicht mehr auf den Hof, der. Der Amandus, hä? Der und der Stiefel, ja. Warum, wo hast du den gelassen? Und das geht euch gar nichts. Er ist jedenfalls weg. Meister, was wir gefunden haben. Einen ganzen Strumpf vollgefüllt mit Silbergeld. Und das sind wir unter seiner Matratze gekauft. Mindestens 200 Mark. 217 Mark und Fußpfennig sind's. Ja, du Hirsch, warum tust du nur dein Geld nicht auf die Sparkasse? Ja, da ist mir zu unsicher. Da wär schon zweimal alles verloren. Herr Inspektor, Sie werden doch nicht glauben, dass der Simmerl das Geld gestohlen hat. Meinen Sie vielleicht, dass die Frau Wettes ihm geschenkt hat? Es ist doch sein Sparstrumpf. Das Geld hat sie der Sauer verdient. Das wird sich zeigen. Kann mir jemand die Frau Wett rausschicken? Ja, ja, die sitzt in der Küche, trinkt ihren Kaffee. Ich hol sie ihn gleich, Herr Inspektor. Ich glaube, da kommt der Herr Dr. Forster angefahren. Hoffentlich hat er den Schneider dabei, da muss ich gleich schauen. Wachtmeister, zählen Sie mit. Ist schon recht. Wenn ich die mitnehme, ja, dann sag ich das vom Knopf. Dann sollte der Vater schauen, wo er bleibt. Nein, das kommt alles wieder ins Lot, aber einen anderen Gefallen kannst du mir tun. Jeden Simmerl. Du, pass auf, dass wir denen mit meinem Geld durch die Latten gehen, mein Lieber. Das sind 217 Mark und Fuß Pfennig. Geh weiter, du kannst schon laufen. Du kannst ganz schön laufen. Ich und der Herr Doktor, wir haben da hinten bei die Säu, haben wir was Wichtiges vor. Ja. Da stellst du jetzt an die Tür hin und gibst Obacht, dass niemand reinkommt. Da fehlt sie gar nichts. Okay? Ja, ja. Herr Doktor, geh mal. Packen wir's. Der Doktor, der kriegt den rum. Den alten, der hat eine Faust dicht hinter die Ohren, der Doktor. Was treiben denn die da hinten? Ah! Oh! Oh! Ja, ja, so. Der eine pinselt und der andere winselt. Hallo, ist da wer? Polizei, die muss ich aufhalten, sonst platzen wir die Saustallpraxis nicht. Merkwürdig, dass uns der Bürgermeister nichts von diesem Stiefelfund erzählt hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Hey, wer sind Sie? Wie? Das ist der Knecht vom Bürgermeister, Inspektor. Wie heißen Sie? Simmerl. Schreiben tut er sich Gramlinger. Also Simon Gramlinger? Nein. Nicht, wie denn? Gramlinger Simmerl. Legen Sie gleich mal ein Protokoll an, Vernehmung Simon Gramlinger. Ja. Simmerl, gell? Oder kann er seine drei Kreise drunter machen? Das ist schon recht, Inspektor. Also Gramlinger Simmerl? Nein, nein, Simon amtlich. Ja, 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 ja. Die Frau von dem Dorfschneider, war die heute schon mal da bei Ihnen? Die Wittin? Richtig. War die heute schon mal da bei Ihnen? Nein, nein, die kommt nicht zu mir. Ja, reden Sie nicht um den Brei herum. Ich meine, die, ob sie schon mal hier beim Bürgermeister war. Ja, das kann schon sein. Aha. Und wo wird sie jetzt sein? Zu Hause ist sie nämlich nicht. Dann ist beim Ratschen.
Das sind 2 Quadratratschen, die in die Zirke bin. Und der Zirke bin der blödsinnige Amandus. Jetzt schweifen Sie nicht ab. Ich muss ja abschweifen. Der spinnt, der putzt für unser Annerle. Unser schönes Annerle. Ja, also diese Frau Witt hat die eine Stiefel hergebracht. Stiefel? Ja, den der Einbrecher heute Nacht im Graben stecken hat lassen. Ja, das kann schon sein. Kann schon sein. Kann vielleicht auch sein, dass Sie wissen, wo der Bürgermeister den Stiefel hin hat. Nein, das kann nicht sein. Nicht? Warum nicht? Weil der Bürgermeister den Stiefel überhaupt gar nicht in der Hand gehabt hat. Wer denn? Ich? Sie? Ja, wir haben gehabt, ja. Jawohl, und den habe ich in die Futterkiste eingesperrt. Wohin? In die Futterkiste. Ja. Weil das ist nämlich ein amtliches Objekt, nicht wahr? Das muss ich bewachen. Ja, jetzt holen Sie ihn nur Korpus, her. Ein Korpus, da liegt es. Jawohl, holen Sie ihn nur her jetzt. Bürgermeister. Nein, den Stiefel, Mensch. Stiefel, Herr Freilich. So ein zeitenblöder Kerl. Wenn er sie nur nicht bloß so stellt. Übrigens, weit kann der Einbrecher mit dem einen Stiefel nicht gekommen sein. Gut, dass wir die umliegenden Ortschaften verständigt haben. Im Grund müssen wir nur den nächsten Wald absuchen. Ja, mein ich's gewiss, weiß man nicht, gell? Ja, bring auf heute. Du, Vater, an deiner Jacke fehlt der Knopf. Da. Ja, und? Der Schlamperei von euch Weiberleut. Was jammerst denn so? Muss was ins Kreuz geschossen sein, muss mich verkühlt haben. Du wirst denn rausgegangen gestern, Vater? Was? Na, die Sitzung. Ja, die ist rausgegangen. Was? Die ist rausgegangen. Ja, wird's jetzt endlich teert, unser Hauptstraß? Ja, freilich. Das haben wir ja durchgedruckt, ne? Ja, wird endlich höchste Zeit. Ja, der Dr. Forster sagt auch, er hätte neulich fast einen Achsenbruch gehabt mit seinem Auto. Auto sagt nicht zu dem sein spielendes Kuh. Der steht ja schneller wie er fährt. Immer besser wie gar keins. Mhm. Was geht dich eigentlich der neue Tierarzt an, hä? Ja, ich weiß schon. Wir könnten nicht leiden. Das wäre ein Wunder, ja. Der 7 Gescheide. Am Bahnhof draußen hat der die Fackel noch für krank erklärt, nicht? Hätte man so schön verkaufen können. Okay, das war doch seine Pflicht als Tierarzt, Vater, wo die Sau einen Rotlauf gehabt hat. So rot war die noch nicht. Das Telefon, Herr Bürgermeister. Ja, ich hab's schon gehört. Ah, geh du noch ja nicht kommen. Das ist kreizer so wie. Du, Severin. Hm? Der Zirngibler-Mandus möchte heute noch sprechen. Hm. Kann man schon denken. Sind die jetzt einig, die zwei, ja? Nein, das nicht. Aber ich habe mir gedacht, bevor ja der neue Tierarzt den Kopf verdreht, war es besser. Papperlapip, die Papp. Schmarrn, wie kämst du denn auf den? Sie reden mir heute ein bisschen zu viel von ihm. Und außerdem hast du einen Doktor ja heute herbestellt, ne? Ja, für den Hengst, aber nicht für Danny. Stell dir vor, beim Schneider Witt ist heute Nacht einbrochen worden. Der Gemeindesekretär hat's gerade durchtelefoniert. Was, beim Schneider Witt? Mhm. Ach, da ist doch nicht einbrochen worden, es ist ja. Doch, du, und ganz schlimm soll's sein. Ein Schneider haben's fast umgebracht. Seine Frau kommt nachher gleich vorbei. Du sollst sofort die Landpolizei antelefonieren. Ich ruf gleich an, gell? Nein. So was denn? Ja, aber Severin, was fällt dir denn ein? Du kannst doch eine Untersuchung nicht unterdrücken. Sofort telefonierst du an. Nein! Nicht wer telefoniert. Das sagt sie, wer ist ein Bürgermeister? Du, Dri! So, der Gemeindesekretär hat gesagt, sie hätten den Kerl fast erwischt. Fast. Ja, weil sie einen Stiefel von ihm gefunden haben. Das, hm? Die Feuerwehr rückt an. Die waren aber schnell heute. Sechs Mann, dann bleiben Sie. Hey, Respekt, Herr Bürgermeister, haben Sie Feuerwehr angetreten. 6 Mann haben wir mitgebracht, dann sind wir beim Fuhrwerk. Können wir gleich mit dem Suchen anfangen. Danke, Herr Bürgermeister, ich glaube, wir brauchen Sie nicht mehr. Wir haben ihn bereits. Den Einbrecher? Das glaube ich weniger. Herr Spektor, alles beieinander. Der Knopf passt ganz genau auf die Joppenpunkt weckt. Und den Stiefel da habe ich in seinen Koffer gefunden. Das ist er! Das ist der, den wo ich gebracht habe. Anni, um Gottes Willen, der Stiefel gehört am Vater. Aber wo am Vater sein, ist er doch beim Schuster. Was soll denn jetzt das wieder bedeuten?
Herr Bürgermeister, der Einbrecher sitzt in Ihrem eigenen Haus. Da steht er. Meint ihr? Es ist dieser Witten wieder eingefallen. Wenn er dich der Teufel holt, eben jetzt haben wir einen Stiefel. Was mögst du denn? Mäßigung, Herr Bürgermeister, Mäßigung. Oder Gramlinger, wollen Sie vielleicht bestreiten, dass dieser Stiefel Ihnen gehört? Ja, ich bin gerade am Überlegen jetzt, nicht? Sieh mal, kannst du ruhig sagen, dass der Stiefel nicht dir gehört? Ja. Keine Beeinflussung, Herr Bürgermeister. Gramlinger, ja. Sie sind verhaftet. Die übrigen Herrschaften werde ich im Hause zu warten, zwecks weiterer Vernehmung. Ich bring dich auf deine Kammer, Simmer. Ja, ja, ja. Geh zu da. Ohne Handschellen. Ach. Und da freut doch mich die ganze Gaudi nicht. Jetzt muss unbedingt der Schneider her. Fahren Sie runter zu ihm. Ja, gern, aber der liegt doch halb der Schlange im Bett. Dann reißen Sie ihn raus. Bring es her, tot oder lebendig. Nichts denken, dass mein Vater heute früh so blau heimgekommen ist. Okay, was geht denn das mich an? Und überhaupt, der Mannsbild ist nicht einmal über den Streng geschlagen, das taugt doch gar nichts. Du, okay, du schlagst mir mal nicht über den Streng. Mhm. So, nicht schau, dass mir nicht in der Mutter ihr Blumenbeet reinschlägt. Ja, nie. Da, Mutter, schnell verschwinden. Oh, schon drin. Hey. Ja, das Himmel. Morgen, Herr Doktor. Morgen. So früher schon auf? Ja, ja, ich war auf der Entenjagd, war ich. Ja, ja. Auf der Entenjagd. Ja, komm auch, sag ich. Ja. Wie elegant der aber den Zaun verduft. Auf der Entenjagd. Im Juli. Und ohne Gewehr. Oh. Und das ganze Blumenbett, ne? Simmel? Morgen, Frau Bürgermeister. Morgen, wo kommst denn du heute schon her, hm? Fischen? So, aber du wischt hast nichts, ne? Ja, mein Allerweil beißen es nicht an, nicht? Mhm. Ja. Sag einmal, weißt du jetzt zufällig, wann mein Mann heute Nacht heimgekommen ist, hä? Na, da ist mir durchaus gar nichts bekannt. Ah, nicht? Na? Oh, da, schau her, ja, sowas. Ja, wie hat man denn die ganzen Blumen so ruiniert, hä? Na, vielleicht war es Katz. Was Dümmes fällt dir nicht ein? Mein Lieber, die Fetzen fällt ganz schön rum, gell, wenn's heiß aufgeht. Ja, aber doch nicht in solchen Männerstiefeln. Schaut doch hin, ein Tritt neben dem anderen. Hm. Direkt unter der Anehrenfenster. Das hat was zu bedeuten. Meinst du? Ja. Warte mal. Anni! Anni, rausschauen sollst! Ja, Mutter, was gibt's denn? Sag einmal, was für ein Mannsbild hat denn unter deinem Fenster die Blumen so zusammentreten? Mannsbild? Ja. Unter meinem Fenster? Okay, was soll denn da einer wollen? Na ja, so blöd wird ja keiner sein, dass er das nicht weiß. Na, da fällt mir. Da fällt mir gerade ein, das muss wahrscheinlich ich selber gewesen sein. Was, du, Simon? Ja, ja, heute in der Früh, wie ich zum Fischen bin, gell, in der Nacht, da war es so finster, ja. Und da bin ich so an der Wand entlang da, damit ich nirgends anstoße. So, nicht? Und mitten muss ich durch das Blumenbeet. Ja, ja. Mei, gescheit wärst du auch nicht mehr. Ja. Das bringst du jetzt sofort in Ordnung, gell? Ja, ja. Das bitte mal aus. Ja, ja, ja. Ja, hol mir gleich Rechen und Hacken, dummel dich! Mein Simmel, das vergiss ich dann nie. Kaufst du auf meine Rechnung bei der Kramerin eine gute Ziege an? Dankeschön. Die rauche dann auf dein Wohl.
Du, Simmerl, wenn du heute schon so früh unterwegs warst, ist dir da vielleicht jemand begegnet? Na ja. Ja, doch, der neue Tierarzt. Der Dr. Forster, ja. Oh, ja, so. Auf der Enterkiste eingesperrt. Gut, sehr gut. Jetzt pass auf. Den tust du wieder raus. Ja? Verstehst? Und versteckst ihn in deiner Kammer. Mhm. Und den Stiefel von den Langstreicher, den tust du im Futterkisten. Langsam, langsam. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich weiß schon. Weiß wie? Na, also. Zuerst waren es 5 Mark. Was? Nichts sehe, sag mal. Und wenn, ja, wenn dich wer fragt, du weißt von gar nichts, du stellst dich dumm. Ja, hm? Im Dummstelle betrifft mich so schnell gar nichts. Ach, guten Morgen, die Herren. Entschuldigen Sie vielmals, ich habe mit dem Stall zu tun gehabt. Aber jetzt stehe ich zu Ihrer Verfügung, bitte schön. Morgen, Herr Bürgermeister. Herr Wachmeister, guten Morgen. Kaltenegger. Unser neuer Inspektor. So, so, so. Aha, ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, na, setzen wir uns hin, nicht wahr? Dankeschön. Ja, dankeschön. Scheißliche Sache. Ja, ja. Die Sie uns da durchtelefoniert haben. Ach so, ach so. Ich hätte mir zu meinem Dienstantritt auch was anderes gewünscht. Ich auch. Ebenfalls habe ich beschlossen, gleich energisch durchzugreifen. Die Burschen müssen Respekt kriegen, das ist die Hauptsache. Meinen's? Ja, ich weiß, mein Herr Vorgänger hat da vielleicht etwas anderes gedacht. Ja, dann war es ein bisschen leichter, gell? Bitte, der hat es ein bisschen leichter genommen. Oder? Ja. Haben Sie eigentlich einen bestimmten Verdacht? Ich? Nicht den geringsten. Gut, dann schauen wir uns als erstes einmal das Haus von dem Schneider mit an. Jawohl, Herr Inspektor. Aber geh so pressiert doch nicht, Herr Inspektor. Komm, machen wir zuerst einmal eine nette Brotzeit, gell? Das ist sehr liebenswürdig, Herr Bürgermeister, aber jede Minute ist kostbar. Ja, aber Herr Inspektor, sind Sie doch zum ersten Mal bei mir da beim Bürgermeister. Da sind Sie doch mein Gast. Aber Brotzeit wird gemacht, aus, fertig, weil er nur das steht aneinander. Das gibt's bei mir nicht. Wachmeister. Ja? Was sagen Sie dazu? Na, dann müsst ihr unbedingt da bleiben. Das ist so Brauch in der Gegend, gell? Die Leute, die waren ja gleich beleidigt. Sagen Sie mal, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der Bürgermeister so merkwürdig schief am Tisch sitzt und beim Gehen hinkt? Hinkt? No. Nicht, dass ihr wisst. Der geht's uns gerade wie ein Baum. Meine Herren, ich hab mir denkt, Kaffee kochen, das dauert zu lang, da trinkt man einen Schnaps dazu, nicht? Ja. Aber diese Umstände. Ist nicht so schlimm, Herr Inspektor. So. Herr Bürgermeister. Dankeschön. Was glauben eigentlich Sie, wie sich die Sache heute Nacht abgespielt hat? Sie wissen doch ja am besten Bescheid. Ich? Da weiß niemand Bescheid. Warum nicht? War der Stock finster, ne? Na, ist ja nicht viel Geld weggekommen. Beim Schneider mit. Der hat ja selber keins. Aber komm, jetzt gehen wir uns doch zu, Herr Inspektor. Ja, das Greicherte ist recht saftig und die Hartwurst ist heuer besonders gut geworden. Und wenn's nicht reicht, bringe ich noch was raus. Na, ja, von euch. Das braucht's wirklich nicht. Das Gelände. Gut, gell? Beim Schneider Witt. Ach so? Das Gelände beim Schneider Witt müssen wir noch mal genauestens absuchen. Irgendwelche Spuren finden sich immer. Ja. Hoffentlich nicht. Hä? Warten davon. Sie haben ihn nicht erkannt. Nein, es war ja stubfinster, nicht? Sie aber am Geiststall, da ist eine Mistgabel gelehnt. Die habe ich gerade noch packt und hab sie ihm ins Kreuz reingejagt. Hat er reagiert? Nein, bloß geschrien hat er. Frau Sitten. Ja, ja, aber das geschieht ihm gerade recht, gell? Mein armer Mann mit dem Beil niederschlagen. Liebe Frau Witt, Sie haben uns erzählt, dass Sie einen Stiefel gefunden haben und einen Knopf, aber nichts von einem Beil. Nein. Woher wisst ihr überhaupt, dass ein Beil im Spiel war? Ja, das sieht man doch nicht. An der furchtbaren Verwundung an seinem Hirn. Ich hab ihn dann ins Bett reingetragen und hab ihm gleich einen Kamillentee gekocht. Was sagt denn der Arzt dazu? Arzt? Ich brauch doch keinen Arzt. Ja, bei dieser furchtbaren Verwundung. Bei meinem Mann mache ich alles selber. Ist eigentlich viel weggekommen? Ja, alles, rein weg, ja, alles. Bitte etwas präziser, wie viel war's? Ja, nur so genau, nicht? Ich meine, die Geldsachen macht immer mein Mann. Aha, und sonst vermissen Sie nichts andere Wertstücke, Schmuck, Gold, Silber, sonstiges? Na, der Bäcker ist noch da. Der kaputte. Ja, noch nicht. Ja, war das vielleicht Ihr einziges Wertobjekt? Was weiß ich? Meine liebe Frau Witt, Sie wissen ziemlich wenig. Hoffentlich finden wir bei dem Knecht noch etwas. Bitte warten Sie im Haus zwecks weiterer Vernehmung. Ja, nicht sowieso noch mein Kaffee austrinken. Mich auch ein Tass. Jetzt geh mal auf mit dieser verdammten Nörgerei. Ich will nichts mehr wissen von diesem Stiefel da.
Du wirst ja ein schlechtes Gewissen haben, weil es gar so schreist mit mir. Ist er das oder ist er das nicht? Hä? Finger weg, das ist eine dienstliche Sache. Gut, dann muss ich eben andere Leute fragen. Was für andere Leute? Ein Schuster? Ich will wissen, was der Simon für komische Stiefel hintragen hat. Bleibst jetzt da! Was schafft Zeit noch mal? Dann gibst du nicht den Stiefel auf den Mund aufschießen. Ja, das glaube ich dir schon, aber da triffst du nicht hin. Ruhe im Magen nicht. Du hast mir's aber versprochen. Wer hat da was wem versprochen, hä? Auseinander! Was soll denn die Ranklerei da? Weil's wahr ist. Zuerst muss ich den Knopf umtauschen, dann luchst man ab und dann will's nichts mehr wissen. So, jetzt erzähle ich dem Inspektor die ganze Geschichte. Was erzählst du dem Inspektor? Ja, du Hanswurst, du Vertrater. Nein. Hast du noch nicht genügend Unheil angestiftet? Nein. Schau, dass du von meinem Hof kommst? Nein. Sonst hau dir den Schiff am Schädel auf, weil du nicht weißt, was du eigentlich aufmachst. Jetzt sind sie alle miteinander narrisch geworden. Und ausgerechnet heute muss der Vater zum Amandus so greislich sein, wo er doch um deine Hand angehalten hat. Also ein für alle, meine Mutter. Im Morgen nicht und ich nimm mir nicht den Latürl. Und sein Corpus delicti, das kann der Deichsel holen. Das, was mein Mann heute Nacht heimgekommen ist, hä? Na, da ist mir durchaus gar nichts bekannt. Ah, nicht? Na? Oh, 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 da, schau her, ja, sowas. Ja, wie hat man denn die ganzen Blumen so ruiniert, hä? Na, vielleicht war's Katz. Was tun wir, es fällt dir nicht ein? Mein Lieber, die Fetzen fällt ganz schön rum, gell, wenn's heiß aufgeht. Ja, aber doch nicht in solchen Männerstiefeln. Schau doch hin, ein Tritt neben dem anderen. Hm. Direkt unter der Anehrenfenster. Das hat was zu bedeuten. Meinst du? Ja. Warte mal. Anni! Anni, rausschauen sollst! Ja, Mutter, was gibt's denn? Sag mal, was für ein Mannsbild hat denn unter deinem Fenster die Blumen so zusammentreten? Mannsbild? Ja. Unter meinem Fenster? Okay, was soll denn da einer wollen? Naja, so blöd wird ja keiner sein, dass er das nicht weiß. Na, da fällt mir. Da fällt mir gerade ein, das muss wahrscheinlich ich selber gewesen sein. Was, du Simon? Ja, ja, heute in der Früh, wie ich zum Fischen bin, gell, in der Nacht, da war es so finster ja. Und. Da bin ich so an der Wand entlang da, damit ich nirgends anstoß. So, nicht? Und mitten muss ich durch das Blumenbeet. Ja, ja. Mei, gescheit wärst du auch nicht mehr. Ja. Nein. Das bringst du jetzt sofort in Ordnung, gell? Ja, ja. Das bitten wir aus. Ja, ja, ja. Ja, hol mir gleich Rechen und Hacken, du mit dir. Mei, Simmer, das vergiss ich dann nie. Kaufst du auf meine Rechnung bei der Kramerin eine gute Ziege an. Danke schön. Die rauche dann auf dein Wohl. Ja. Du, Simmerl, wenn du heute schon so früh unterwegs warst, ist dir da vielleicht jemand begegnet? Na ja. Ja, doch, der neue Tierarzt. Der Dr. Forster, ja. Oh, ja, so. Auf der Entenjagd ist er gewesen. Aha. Sagt er. Auf der Entenjagd? Hat er gesagt, ja. Hat er was getroffen? Bestimmt. Aber kein Enten, nicht. Ich glaub eher ein Hasel. Simmerl. Ja. Gell, der war ja so gut aufgelegt, ne? Sieh mal, du hast spioniert. Nein, ich weiß von gar nichts, gell? Ich bin kein Geheimdienst. So, und jetzt mach ich das Blumenbeet wieder in Ordnung, was ich da kaputt gemacht hab. Sieh mal, du bist der netteste Kerl, den ich kenn. Aus dem Dr. Forster. Nur keine Eifersucht. Geh her, ich muss dir Puzzle geben. Mir? Hermann, ja, da trüte ich gleich selber noch nicht. Langsam. So was passiert mir nicht mehr so oft, nicht? Das muss ich genießen. Mmh, das ist Puzzle gut. Oh, jetzt haben wir einen Viechdoktor ausgeschmiert, gell? Also übrigens, von den Viechern, da kann er was verstehen und von den Maren auch, aber von Blumen. Nix als Lügen. Was jetzt wirklich der Simmerl? Na, sowas, hä? Bitte überlassen Sie mir die Schlussfolgerungen. Erzählen Sie, was Sie erlebt haben. Um wie viel Uhr wird's gewesen sein? Uhr? Ja, das weiß ich nicht. Unser Bäcker ist schon lang hin. Wissen Sie, der bräuchte eine neue Feder. Ja, ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja. Kann es zwischen 2 und 3 gewesen sein? Ja, also hell war es jedenfalls noch nicht. Also ich wach von irgendeinem Krach auf, spring sofort aus dem Bett und wie ich war, naus bei der Tür über den Gang und den Hof. Wie waren Sie denn? Hä? Sie haben gesagt, wie ich war. Wie waren Sie?
Ach so. Ja, nur im Hemd heute mit der Bettjacke, nicht? Ja, also wie ich also rauskomme, liegt mein armer Mann am Boden bereits. Und der Verbrecher saust durch den Garten davon. Sie haben ihn nicht erkannt. Nein, es war ja stubfinster, nicht? Sie, aber am Geiststall, da ist eine Mistgabel gelehnt. Die habe ich gerade noch gepackt und habe sie ihm ins Kreuz reingejagt. Hat er reagiert? Nein, bloß geschrien hat er. Braue Sitten. Ja, aber das geschieht ihm gerade recht, gell? Mein armer Mann mit dem Beil niederschlungen. Liebe Frau Witt, Sie haben uns erzählt, dass Sie einen Stiefel gefunden haben und einen Knopf, aber nichts von einem Beil. Nein. Woher wissen Sie überhaupt, dass ein Beil im Spiel war? Ja, das sieht man doch nicht. An der furchtbaren Verwundung an seinem Hirn. Ich hab ihn dann ins Bett reingetragen und hab ihm gleich einen Kamillentee gekocht. Was sagt denn der Arzt dazu? Arzt? Ich brauch doch keinen Arzt. Ja, bei dieser furchtbaren Verwundung. Bei meinem Mann mache ich alles selber. Ist eigentlich viel weggekommen? Ja, alles, rein weg, alles. Bitte etwas präziser, wie viel war's? Ja, nur so genau nicht. Ich meine, die Geldsachen macht immer mein Mann. Aha, und sonst vermissen Sie nichts andere Wertstücke, Schmuck, Gold, Silber, sonstiges? Na, der Bäcker ist noch da. Der kaputte. Ja, noch nicht. Ja, war das vielleicht Ihr einziges Wertobjekt? Was weiß ich? Meine liebe Frau Witt, Sie wissen ziemlich wenig. Hoffentlich finden wir bei dem Knecht noch etwas. Bitte warten Sie im Haus zwecks weiterer Vernehmung. Ja, nicht sowieso noch mein Kaffee austrinken. Mein Sachen, Tass. Jetzt hören wir auf mit dieser verdammten Nürgerei. Ich will nichts mehr wissen von diesem Stiefel da. Du wirst schon ein schlechtes Gewissen haben, weil es gar so schreist nein. Ist er das oder ist er das nicht? Finger weg, das ist eine dienstliche Sache. Gut, dann muss ich eben andere Leute fragen. Was für andere Leute? Ein Schuster? Ich will wissen, was der Simon für komische Stiefel hintragen hat. Bleibt jetzt da! Was schafft Zeit noch mal? Dann gibst du nicht den Stiefel auf den Mund aufschießen. Ja, das glaube ich dir schon, aber da triffst du nicht hin. Mann, gib mir Ruhe, ich mag nicht. Du hast mir's aber versprochen. Wer hat da was wem versprochen, hä? Auseinander! Von ja, ja. Der Doktor, gib mir. Pack mir's. Der Doktor, der kriegt den rum. Den alten, der hat eine Faust dicht hinter die Ohren, der Doktor. Was treiben denn die da hinten? Ah! Oh! Oh. Ja, ja, so. Der eine pinselt und der andere winselt. Hallo, ist da wer? Polizei, die muss ich aufhalten, sonst platzen wir die in die Saustallpraxis nicht. Merkwürdig, dass uns der Bürgermeister nichts von diesem Stiefelfund erzählt hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Hey, wer sind Sie? Wie? Das ist der Knecht vom Bürgermeister, Inspektor. Wie heißen Sie? Simmel. Schreiben tut er sich Gramlinger. Also Simon Gramlinger? Nein. Nicht, wie denn? Gramlinger Simmel. Legen Sie gleich mal ein Protokoll an, Vernehmung Simon Gramlinger. Ja. Simmel, gell? Oder kann er seine drei Kreise drunter machen? Das ist schon recht, Inspektor. Also Gramlinger Simmel? Nein, Simon amtlich. Ja. Die Frau von dem Dorfschneider, war die heute schon mal da bei Ihnen? Die Wittin? Richtig. War die heute schon mal da bei Ihnen? Nein, die kommt nicht zu mir. Ja, reden Sie nicht um den Brei herum. Ich meine, die, ob sie schon mal hier beim Bürgermeister war. Ja, das kann schon sein. Aha. Und wo wird sie jetzt sein? Zu Hause ist sie nämlich nicht. Dann ist beim Ratschen. Das sind zwei Quadratratschen, die in die Zirngebin. Und der Zirngebin, der blödsinnige Amandus, jetzt, nicht wahr? Jetzt schweifen Sie nicht ab. Ich muss ja abschweifen. Der spinnt, der putzt sich unser Annerle. Und ein schönes Abend. Ja, also diese Frau Witt hat dir einen Stiefel hergebracht. Stiefel? Ja, den der Einbrecher heute Nacht im Graben stecken hat lassen. Ja, das kann schon sein. Kann schon sein. Kann vielleicht auch sein, dass Sie wissen, wo der Bürgermeister den Stiefel hin hat. Nein, das kann nicht sein. Nicht? Warum nicht? Weil der Bürgermeister den Stiefel überhaupt gar nicht in der Hand gehabt hat. Wer denn? Ich? Sie? Ja, wir haben gehabt, ja. Jawohl, und den habe ich in die Futterkiste eingesperrt. Wohin? In die Futterkiste. Ja. Weil das ist nämlich ein amtliches Objekt, nicht wahr? Das muss ich bewachen. Ja, jetzt holen Sie ihn nur Korpus, her. Ein Korpus, da liegt es. Jawohl, holen Sie ihn nur her jetzt. Bürgermeister. Nein, den Stiefel, Mensch. Stiefel, Herr Freilich. Du entzettend blöder Kerl.
Wenn er sie nur nicht bloß so stellt. Übrigens, weit kann der Einbrecher mit dem einen Stiefel nicht gekommen sein. Gut, dass wir die umliegenden Ortschaften verständigt haben. Im Grund müssen wir nur den nächsten Wald absuchen. Ja, mein ich's gewiss, weiß man nicht, gell? Ja. Hey, was ist denn? Wo ist er? Etwas mehr anschauen, bitte ich mir aus. Können Sie mir den Stiefel nicht in die Hand geben? Nein! Weil der so dreckig ist, der ist schmutzig. Hey, weiß ich gehen. So. Da, ja, da müssen aber die Weiber nicht weg. Mutter, geh mit der Anni rein, nimm die Frau Witt auch mit. Ja, ich glaube, wir gehen, lieber Mutter, komm. Naja, es kommt schon wieder alles in Ordnung, nur keine Angst, Annerl. Ja, was heißt denn da, Annerl? Für Sie ist meine Tochter noch immer das Fräulein Bachmeier, verstanden, Herr Doktor? Entschuldigen Sie, Fräulein Bachmeier, wenn ich Ihnen zu nahe getreten sein sollte. Sehr gern geschehen, Herr Doktor. Jetzt komm mal her, da du Lungenbeutel, da komm mal schön her. Jetzt sag mal schön, wer hat dich heute Nacht auf den Kopf gehaut? Na? Das weiß ich nicht. Vielleicht der Geist, was? Nein, das ist gewiss wahr, dass einer beim Fenster reingesprungen ist, in meiner Tochter, ihre Schlafkammer. Was tust denn du da drin? Ja, solange es fort ist, schlafe ich in ihrem Bett, weil es die besseren Matratzen hat. Ja. Und weil bei Rosalie weil so schnarcht. Na, also jetzt sehen Sie, Herr Inspektor, Fenstern hat einer wollen bei seiner Tochter. Die hat höchstens immer mal schöne Augen hingemacht, nicht wahr? Und der wollte dann nach dem Wirtshaus einen Besuch machen. Und der Trottel, der meint, er wird abgemurkst. Also, okay. Das ist sehr glaubhaft, aber wer hat Sie darauf gebracht? Du, der Dr. Forster, Köpfchen. Aha. Ja, aber ihr seht doch selber meine Verletzung. Wir sehen nur am Verband, von dem wir jetzt einmal runterkommen. Nein. Moment, Herr Bürgermeister, das möchte ich lieber selber machen. Nein. Das haben wir gleich wieder. Moment. Na ja, kleine Beule ist zu sehen. Na ja, schauen Sie sich das Wimmerl einmal an. Ja, sehr gefährlich sieht diese Verletzung nicht aus. Aber Bürschchen, jetzt aber raus mit der Wahrheit, gell? Wie kommst du zu dem Pinkel? Ha? Gleich wie beim Fenster ausspringen, krieg ich den Schlag vor den Kopf. Ich hab bloß noch gemerkt, dass ich auf den rechten Kopf bin und schon war ich bewusstlos. Auf einen rechten? Ja, aber auf einen ganz schweren, einen eisernen. Aha, und da ist der Stiel hochgeschnitten und hat ihn getroffen. Springt den auf einen rechten und schlagt sich selber K.O. Mein lieber Witt, warum haben Sie uns das nicht erzählt? Da lügen Sie sich einen ganzen Roman zusammen von Mord und Totschlag. Mein Rosel hat mir's heute so vorgesagt. Kramlinger, stimmt es? Wollten Sie nur einsteigen bei dem Mädchen? Schau, ich so aus, als ob ich nur Kammerfenstern geht. Ja, aber warum in drei Teufelsnamen haben Sie dann den Stiefel vertauscht? Ja, weil das Leder noch so gut war, wissen Sie, das Oberleder, gell? Und da waren wir zu schade zum Wegschmeißen. Ach so, ja, der, ja. Geiz hat ihn in diese missliche Lage gebracht. Kramlinger, das müssen Sie sich abgewöhnen. Ja, ich werde mich bemühen, Herr Inspektor. Stimmt das, Geld? Nein. Nicht? Nein, ein Mark ist zu viel. Herr Inspektor? Ja? Wir müssen auch das mit dem Knopf zu erklären. Jetzt kommt der wieder mit dem Knopf daher. Ja, Herrschaftszeiten, wer verliert denn nicht einmal einen Knopf? Da schauen Sie her, der Inspektor, bei mir fällt zum Beispiel auch einer. Vielleicht passt er gleich da her. Nein, Herr Frau, dann kommt die Geschichte rasch zu Ende. Was zu Ende? Mein Herr Inspektor, wenn die Wittin auftaucht, dann geht sie erst richtig an. Oh, so blüht der Alarm. Und ich bin gleich so gerannt, dass mir selber den Bauch packt. Nein, nicht lang. Inspektor möchte noch vernehmen. Ach, Sie sind der Mei. Müssen Sie vielmals entschuldigen, dass ich vorhin nicht daheim war. Aber wissen Sie, meine Nachbarin, die Zirn geblieben, die hat zu mir gesagt, Rosa hat es gesagt, ich muss dir was Hochinteressantes erzählen. Mein Amandus, der hat nämlich den Eindruck, dass ihn der Bachmeier saugrob behandelt. Frau Witt, wer sagt, der Amandus interessiert uns hier überhaupt nicht? Es handelt sich hier um den Raubüberfall auf Ihren Mann. Jäger, ja, den hätte ich jetzt bald vergessen. Haben Sie da irgendeinen Verdacht? Verdacht ist gut. Beweis! Der Kerl mit dem Stiefel war's. Mit dem da? Nein, das ist er nicht. Was? Das ist ein ganz ein anderer. Okay. Der war ja noch tadellos, den ich im Bürgermeister gebracht hab. Sohlen, Absatz, alles. Und da hinten war er Schlaufen zum Anziehen. Schlaufen hat der überhaupt keine. Nicht? So was. Na, da lass ich mich ja aufhängen, wenn der Stiefel da der Stiefel ist, den ich gebracht hab. Kramlinger? Ja? Was haben Sie dazu zu sagen? Natürlich ist es, natürlich. Ja, du Lungenbeutel, du ganz, du Kreisniger, dir heuer ich geiß euch in der Runde, dass du alle Ecken singen wirst! Bei der Polizei wird nichts Kraft, gell? Was hab ich gesagt, der Inspektor, wenn die Wittin auftaucht, geht's erst richtig an. Ich hab meinen Stiefel an der Schlaufen hertragen und der hat ja überhaupt keine.
Ich bin doch nicht vertauscht worden, der Bazi. Keine Injurien. Gramlinger, ich erwarte Ihre Erklärung. Ich hab mir gedacht, gell, Stiefel ist Stiefel. Höchst merkwürdige Verhalten. Was haben denn Sie heute Nacht gemacht? Schlafen, warum? Aha. Wo? Ja, mein Mann, da im Bett, wo die Zahn steht. Keine solche Töne! Seine polizeiliche Vernehmung, da bitte ich mir Anstand aus. Ja, da fragst du nicht so dämlich. Grüß Gott. Was wollen Sie? Das ist die Frau vom Bürgermeister, Herr Inspektor. Ach so, entschuldigen Sie. Bitte, Frau Bachmeier. Ja, ich will bloß unseren Sie mal was fragen. Ja? Ob er heute in der Nacht wieder zum Fischen vor... Was? Der Knecht war heute Nacht weg? In der Nacht nicht in der... Doch, doch, wie du fort bist, war's Nacht. Das hast du doch selber gesagt, dass du deswegen die ganzen Blumen zusammentreten hast, ne? Hochinteressant, Gramlinger. Sie waren heute Nacht also nicht nur im Bett, sondern auch unterwegs. Beim Fischen, ja. Und ärger die ganze Nacht außer Haus. War's doch nicht die ganze Nacht, bloß in der Früh ein paar Stunden. Ja, das Fischen hat ihn so aufgeregt, dass er mitten durch die Beete gelaufen ist. Wachtmeister. Ja? Merken Sie, warum der Stiefel vertauscht worden ist? Ein komischer Zufall ist es schon. Dann soll ja auch noch ein Knopf gefunden worden sein. Von mir, jawohl. Aber ich darf wahrscheinlich nichts mehr reden. Ja, nicht? Bitte. Da ist er, der Knopf. Genau.